So. Wir steigen jetzt ein. In Kino Plus redet über Jurassic World Dominion. Wir gucken uns ja gerade mal den Cast bei Kino Plus an. Das ist ganz wichtig, dass wir da mal drauf eingehen, bevor wir uns jetzt irgendwas anhören, was hier gesagt wird. Wo haben wir denn mal einen schönen... Da. So. Also. Folgendes wird jetzt hier sehr interessant werden. Wolf ist mit dabei. Das ist so eine Sache, das finde ich persönlich jetzt ein bisschen schade. Nicht, weil ich Wolf nicht mag, ganz im Gegenteil. Wolf macht alles besser. Wolf ist quasi wie Bacon. Nur weiß ich schon, dass Wolf eine ähnliche Ansicht hat über Jurassic World Dominion wie ich. Wäre langweilig dann, ne? Interessant wird's für mich hier einmal Alvin an der Seite rechts, der nämlich ein Jurassic Park Fan ist und ich meine, dass er auch wirklich häufiger Jurassic World verteidigt. Daniel Schröckert haben wir hier drüben, der, ihm wird immer nachgesagt, dass er eigentlich jeden Film gut findet. Ich finde es zwar nicht so oder vernehme das nicht so, aber Daniel versucht schon öfter mal einfach Filme auch ganz gut zu reden, die vielleicht dann doch objektiv wirklich scheiße sind. Bei Antje habe ich keine Ahnung. Antje hat manchmal so Filme, wo ich mir denke, die magst du nicht? Und dann sagt sie einen anderen Film, den sie aber mag und ich denke mir, was? Wie sie zum Thema Jurassic steht, habe ich keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie Jurassic World gar nicht mal so kacke findet. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich kann mich darauf gar nichts berufen. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal rein und schauen mal, was wir dem entgegensetzen könnten. Lustig wäre es einfach auch, wenn ich jetzt mal versuchen würde, Jurassic World Dominion zu verteidigen. Das wäre doch auch mal was. So wäre das eine Mammutaufgabe, wirklich. Ich freue mich schon auf das neue Jurassic Park Game. Ich glaube, jeder Jurassic-Fan freut sich drauf. Godzilla ist so gut, weil ich mich nicht drüber aufregen muss. Du bist genau wie Spooky. Der regt sich auch ständig über Sachen auf. Okay. Wir starten jetzt einfach mal rein. Wir können aber hier vorspringen, ne? Wir springen vor. Oha, hier Jurassic World, ein neues Zeitalter. Hat eine sportliche Laufzeit. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt darüber erfahren. Das hier ist schon wieder Daniels, ich hab Bock, den Film zu verteidigen, Blick. Würde ich einfach mal unterstellen. Hallo Tobi, hallo Chat, hallo Andibar. Schön, dass du auch am Start bist. Dann gucken wir mal, ob das mit dem Ton auch gerade alles passt. Ja, nur... Das ist natürlich saudumm, wenn die Kopfhörer nicht angeschlossen sind. Achso, und auch an die paar Leute da draußen, die sich wirklich auf meinem Reaction-Kanal darüber beschweren, dass ich in einer Reaction zu viel rede, ist mir egal. Ist mir echt egal. Gut. Auf geht's. Oder zu einem neuen Zeitalter. Jurassic World 3 ist am Start. Und ich weiß nicht, worum es geht. Antje, worum geht's? Ha, das habe ich von... Moment, da fange ich jetzt schon mal wieder an. Tobi drückt schon wieder auf Stopp. Muss da aber gleich reinreden. Ob ich jetzt mal zusammenfassen könnte, worum es denn da geht. Wenn ich da auf der Couch sitzen würde, könnte ich erklären, worum es da jetzt geht. Euch auch ein frohes Neues. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Euch allen ein frohes Neues. In Jurassic World Dominion geht es um die Weiterführung der Ausgangssituation aus Jurassic World Fallen Kingdom, in welcher Dinosaurier aus einem unfassbar gewaltigen unterirdischen Keller heraus ausgebrochen sind, nachdem sie aufgrund eines Vulkanausbruchs von der Isla Nublar aufs Festland gebracht wurden. So, dann eben in diese Villa von dem Mr. Lockwood und danach sind die ausgebrochen. Und jetzt in Jurassic World Dominion befassen wir uns laut Aussagen des Regisseurs Colin Trevorrow mit einer Welt, die nun damit klarkommen muss. Was nicht so häufig passiert im Film, aber es geht wohl laut diesen Aussagen darum, wie gehen wir jetzt damit um, dass Dinosaurier unter uns leben? So.
Das wäre so die spoilerfreie Kritik, die halt einfach nicht richtig wäre, ne? Weil das passiert eigentlich nicht. Aber das war auf jeden Fall das, was auch am Anfang versprochen wurde vom Film. Und ich glaube, so kann man das irgendwie zusammenfassen. Schlechte Weiterführung von Jurassic World 2. Ja, aber da war ein Keller, der riesig war. Also das kann man jetzt nicht so geil weiterführen. Bei drei Tagen, bei was mit Film versucht zusammenzufassen. Also, es geht darum erstmal, dass seit den Ereignissen in Jurassic World 2 die Menschheit, das wird zumindest behauptet und in den ersten 10 Minuten auch anhand von Nachrichtenschnipseln gezeigt. Das war wunderschön unterschwellig einfach mal. Und der erste Kritikpunkt, richtig, es wird nur in den allerersten paar Minuten gezeigt. Es lustig, okay. Ah, das wird herrlich, das wird gut. Dinosauriern zusammenlebt. Also die sind ausgebrochen und die Menschen sind immer noch da und deshalb müssen sich Mensch und Dinosaurier miteinander arrangieren. Bryce Dallas Howard und Chris Pratt haben sich mit der Situation dahingehend arrangiert, als dass sie jetzt so in Richtung Tierschutz geht, so habe ich es verstanden. So stimmt, ja. Stimmt, das könnte man vielleicht noch erwähnen. Claire ist eine Tierschutzaktivistin, was aber halt auch keine Rolle spielt später im Film. Und nur mal kurz am Anfang angerissen wird, ja. Aktivistin quasi. Genau. Was er macht, habe ich nicht gerafft. Er jagt zu Pferde Dinos. Was er damit macht. Ja, was Owen macht, verstehst du eigentlich auch nur, wenn du den Junior-Roman zum Buch gelesen hast. Da wird das ein bisschen beschrieben. Oder wenn du Jurassic World Evolution 2 gespielt hast. Ein Spiel, das zwar nicht offiziell Kanon ist, aber trotz allem ein bisschen was weiter erklärt. Owen fängt Dinosaurier ein, die frei herumlaufen und treibt die dann in bestimmte Reservoire zusammen und kümmert sich auch dann darum, dass bestimmte Wilderer keine Dinosaurier fangen können. Also um quasi das sicherzustellen, dass das eben nicht passiert, was witzig ist, weil genau das passiert am Anfang vom Film. Und deswegen muss er die Saurier einfangen. Ja, und eben dann zu so Reservaten bringen, dass die da halt geschützt leben oder dass auch dann eben die umliegende menschliche Gesellschaft in Schutz vor Dinosauriern lebt. Das ist, glaube ich, sein Ziel. Ist Claire auch vegan? Das kann sein. Würde dich sowas stören? Claire würde sich im echten Leben wahrscheinlich auf die Straße kleben. Na hör mal. Oder an den Elektrozaun. Das kann auch passieren. Ja. Ey, übrigens, die ganze Aktivistenschiene, ich habe das schon im ersten Jurassic World Film gesagt, dass ich fände, die Geschichte von Jurassic World 1 wäre viel logischer gewesen, wenn nicht der Indominus Rex, weil er halt so schlau ist, die Menschen verarscht hätte, sondern wenn Umweltaktivisten die Saurier einfach befreit hätten. Quasi das, was auch in Jurassic Park 2 passiert mit ihren Malcolm, Nick und Co., dass das der Grund gewesen wäre, warum die Saurier wieder freikommen. Das wäre irgendwie wesentlich realistischer, nachvollziehbarer und logischer gewesen, oder nicht? So, weil dieser Aspekt war ja schon die ganze Zeit mit dabei, dieser Umweltaspekt. Naja, war halt nicht so. Oh boy. I don't know. Ja. Aber wie gesagt, was macht er da mit den Dinos? Er fängt sie ja nur. Und dann? Treibt sich auf die Ranch. Ja, genau. Oder in so Reservate. Man muss halt außerhalb der Filme gucken, um zu raffen, was passiert. Weil richtig, im Spiel dazu, zu dem Film, wird erklärt, dass es halt eine Organisation gibt, die halt an verschiedenen Orten in den USA, in verschiedenen Wetterregionen quasi, in der Schneeregion, in der Wüste. Ich weiß noch, als ich mit dem Studium angefangen hatte, war ich so ein Riesenfan von Transmedia Storytelling. Das heißt, dass du halt einfach auf verschiedenen Medien eine Geschichte erzählst. So wie zum Beispiel, dass du Star Wars Episode 9 nur dann verstehst, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt Fortnite gespielt hast. Kein Spaß. So Episode 9 beginnt damit, dass irgendwie so ein Text eingeblendet wird, dass irgendwelche Stimmen im Weltall zu hören waren. Die Toten sprechen war der erste Satz, genau. Und du hast überhaupt nicht gerafft, warum. Und du hast es aber nur verstanden, wenn du Fortnite gespielt hast. Und zwar irgendwie am 3.4. um 9.30 Uhr, weil da hat der Imperator eine Message in Fortnite rausgehauen. Und auch hier wieder so dieses Transmedia Storytelling
wie geil du das eigentlich umsetzen kannst und wie dumm das einfach Filme machen. So, dass du ein Spiel spielen musst, um zu verstehen, ein Spiel, was nicht offiziell im Kanon verankert ist, spielen musst, um zu verstehen, was im eigentlichen Film passiert, wie jetzt hier bei Jurassic World Dominion. Ist ja schon geil. Es ist wirklich, also, wirklich geil. Ja. Ach, herrlich. Komm, machen wir weiter. So Auffangstationen bauen, um da halt die Dinos quasi zu sammeln. Okay. So aus der Region, damit sie halt keine Gefahr darstellen für die Leute, die da in der Nähe wohnen. Gut, weil aus dem Film kommt das nicht raus. Nee. Gut. Im Film wird es auch null erwähnt. Es wird ja noch nicht mal in der Extended-Version erwähnt, glaube ich, ne? Hast du das nicht gewusst, Peter? Das ist was wirklich passiert, doch, doch. Dass der Imperator zurückkehrt, wurde angekündigt und erklärt in Fortnite. In so einem Special-Ding. Das ist unfassbar genial. Also wer da auf die Idee gekommen ist und hat sich gedacht, Mann, das ist der Hammer. Sie leben halt mit dem Mädchen, das sie in Jurassic World 2 entdeckt haben, die eine interessante biologische Entstehungsgeschichte hat. Mit der leben sie autark irgendwo in einem Wald. Mhm. Und kannst du nicht sagen, was sie ist? Ich weiß nicht, ob es in Teil 2... Das wurde doch schon im zweiten Teil schon gesagt. Ja. Nee, also Maisie ist ja kein nicht wirklich ein Klon, oder? Sie ist zwar doch ihre Mutter, aber gleichzeitig ist sie auch die Tochter ihrer Mutter. Also ist Maisie gleichzeitig ihre eigene Mutter und ihre eigene Tochter. So. Ja. Scheiß drauf. Genau, von zwei. Dass sie geklont, so eine Art von geklont ist, also so 100% geklont ist es ja nicht. Es ist ja irgendwie noch was ein bisschen verdrehter, so habe ich das verstanden. Genau. Was man eigentlich auch nicht gebraucht hätte, oder? Das mit dem Klon, das war ja schon, ich fand das immer okay. Ich habe mir immer gedacht, doch, in der Welt von Jurassic Park geht's permanent. Von Anfang an geht's um Dinosaurier, ja, aber auch um Zusammenmischen von DNS-Strängen und wir können irgendwann Hybride erschaffen. Von daher habe ich mir immer gedacht, ja, dann kannst du auch Klone erschaffen. Ich finde das nicht so bescheuert. Nö, ich finde das immer noch cool. Dabei bleibe ich auch. Maisies Geschichte finde ich okay. Da machen sie halt so einer Vater, Mutter, Kind. Ich sage jetzt auch im Folgenden immer Kind, das ist dann am einfachsten. Ja. Und dann wird das Kind entführt, weil dieser wissenschaftliche Hintergrund für ein paar dubiose Wissenschaftler sehr interessant ist. Und Bryce Dallas Howard und Chris Pratt müssen sie retten. Sie wurde genetisch so modifiziert, dass sie krankheitsimmun ist. Genau. Ich finde das okay. Ich weiß nicht. Das ist genau das, was wir auch machen würden. Wir würden wahrscheinlich damit noch mehr Unfug treiben mit dieser Technik, aber mit dieser Wissenschaft. Aber ich fand das nie verkehrt. Ich finde auch die Heuschrecken an sich nicht das Problem, sondern wie sie benutzt werden, finde ich das Problem. Dass jemand wie Lewis Dodgson sagt, wir nehmen jetzt diese Biotechnologie und wenden sie einfach auf andere Lebewesen an, damit wir das durchsetzen können, was wir durchsetzen wollen. Ich finde das auch nachvollziehbar. Das ist generell dieses Umsetzen des Films, was kacke ist. Das ist der eine Handlungsstrang. Der andere Handlungsstrang dreht sich um Laura Dern und Sam Neill. Die beiden werden gerufen, weil eine Plage von überdimensional großen Heuschrecken-Dinosauriern die Welt oder die Erde heimsucht und alles vernichtet, außer das Getreide einer bestimmten Firma. Wo ich mir denke, wie dumm muss diese Firma sein, dass, ne? Also ich meine, man weiß doch dann sofort, worauf man es zurückführen muss. Aber egal. Die werden beauftragt, dahinter zu steigen. Ja, ist halt wirklich so. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, Heuschrecken zu nehmen. Warum ausgerechnet Heuschrecken? Sie haben mit dem Klon zurückgerudert, weil die viel Hass abbekommen haben, weil die anscheinend Star Wars kopiert hatten. Weiß ich jetzt nicht. Hier wird gerade vergessen, dass Owen einem Raptor verspricht, sein Junges zu retten. Ja gut, ich verspreche dem Polar auch Sachen. Das mache ich auch. Und so haben wir eine parallel erzählte Handlung. Wo ist der überhaupt? Nicht, dass ich ihn jetzt draußen vergessen habe, aber ich glaube, der ist hier drin.
Ja, er wird schon auftauchen. Und dann treffen beide Parteien aufeinander, weil sich alles in einer wissenschaftlichen Forschungsstation so quasi zusammenläuft. Biosyn oder so. Genau. Irgendwie so. Und das ist die Handlung. Habe ich irgendwas Elementares vergessen? Naja, das, was auch der Film vergessen hat, die Dinosaurier, weil es ja noch dieses Alibi-Ding gibt, dass neben dem Mädchen wird dann ja auch noch das Jungtier von Blue, dem Raptor, den wir jetzt seit Jurassic World 1 kennen, wird halt eben auch mit dem führt, weil nicht nur das Mädchen ist wichtig, sondern auch... Ja, Beta habe ich auch nicht gerafft. Was das mit Beta sollte, das wurde so unglaublich künstlich dazu gedichtet. Und ich sage immer aus Spaß, so damit die halt mehr Merchandise verkaufen konnten. Das war vielleicht auch irgendwo der Grund. Aber das mit also warum hat man nicht einfach Blue diese Geschichte gegeben? Warum wurde nicht einfach Blue entführt? Warum wurde jetzt Beta noch dazu gedichtet, damit die entführt werden kann? Das ist schon saudumm. Ja. Blue, der Raptor, ist wichtig, warum auch immer. Das hat die Serie auch noch nie so wirklich erklärt. Weil also, sie so süß ist. Naja, im ersten Teil haben sie es erklärt, okay, ist ein, oder im zweiten Teil, es ist ein Raptor und uns sind alle anderen Raptoren gestorben und der Mensch will halt Raptoren haben. Aha, da haben wir es wieder. Ich habe es euch aber auch damals gesagt, ich habe das irgendwo schon mal erwähnt, dass in Jurassic World wirklich gesagt wurde, Blue ist die letzte ihrer Art. Es gibt nur noch Blue, das wurde gesagt. Im Dino-Tracker, der offiziell Kanon ist, sehen wir aber, dass Velociraptoren aus Jurassic Park 3 ebenfalls noch am Leben sind. Da könnt ihr mir jetzt erzählen, ja, das wusste Herr Mr. Mills vielleicht nicht, aber das ist Bullshit. Er wusste es vielleicht nicht, aber allein vom Storytelling her ist es einfach saublöd. Diese tanzenden Dinos gerade, die animieren mich gleich auch zum Dancen. Wo kommen die eigentlich her? Sind die hier von meinem Kanal? Ich war an Silvester auch Blue. Und Beta wahrscheinlich. Du warst wahrscheinlich beides. Von Twitch selber. Ah, Twitch supportet Dinosaurier. Finde ich super. Ja. Falsche Seite. Ich musste ein. Also warum brauchen sind wir die diesen, einfach neue? Ja, aber sie brauchen ja diesen letzten Raptor. Das ist. Aber er hat vollkommen recht. Guckt euch mal an, wie empört Wolf einfach ist. So, ja, warum machen sie nicht? Er hat aber vollkommen recht. Warum machen die nicht einfach neue? Oder sie können keine neuen machen, weil sie Blue dafür brauchen, gell? War das nicht so? Moment, aber der Blick von ihm ist halt genial. Jungtier von Blue, dem Raptor, den wir jetzt seit Jurassic World 1 kennen, wird halt eben auch mit dem führt, weil nicht nur das Mädchen ist wichtig, sondern auch Blue, der Raptor, ist wichtig. Warum auch immer, das hat die Serie auch noch nie so wirklich erklärt. Also, weil sie so süß ist. Naja, im ersten Teil haben sie es erklärt, okay, das ist ein... Nein, Blue ist so wichtig, weil Blue laut Aussagen, glaube ich, im Film leicht gebändigt werden kann. Im zweiten Teil ist es ein Raptor und uns sind alle anderen Raptoren gestorben und der Mensch will halt Raptoren haben. Also warum brauchen sie einfach neue? Ja, aber sie brauchen ja diesen letzten Raptor, um halt das Genmaterial zu bekommen, um halt daraus weitere zu machen. Wieso? Die haben doch vorher auch schon mal Raptoren gemacht. Die brauchen doch nicht einen Raptor, den sie gemacht haben, aus Genmaterial, was sie ja immer noch haben, um diesen einen Raptor zu machen. Die haben doch nicht ihre komplette Forschung verloren bis dahin. Im zweiten Teil war es ja eine komplett andere Firma. Die haben ja quasi die Dinos alle von der Insel geholt und dann angefangen zu verschachern. Das war ja die Grundidee und dafür haben sie halt auch den Raptor gebraucht. Was ab Absurdum getrieben wurde, weil sie ja einen Raptor-Hybriden hatten. So, warum sie jetzt in diesem Teil den Raptor brauchen, weiß der Teufel. Naja, sie sagen ja einmal, dass sie sich sehr leicht abrichten lassen wohl. Also so habe ich das verstanden, dass das zumindest der Grund ist. Ja, genau. Ich wollte mich gerade sagen, habt ihr alle, also das ist schon richtig so, ja. Was habt ihr jetzt hier mit euren tanzenden Dinos? Tanz auf gar keinen Fall. Das war ein Witz gerade. Pointer. Genau, mit Laserpointer. Ja, und das war halt die einfachste Ausbildungsmethode aller Zeiten. Ja. Die Alibi-Begründung, um irgendwie auch einen, in Anführungszeichen, jetzt auch mal ganz ehrlich, findet ihr, also jetzt, ihr könnt gleich weiter tanzende Dinos posten. Jetzt aber mal ganz kurz konzentrieren. Ich brauche eine Antwort von euch. Glaubt ihr nicht, dass so eine Sache wie mit Laserpointern, wenn wir das machen könnten, dass wir das nicht auch bei Tieren benutzen würden? Wenn, das würden wir doch auch machen im Real, ob das Sinn macht oder nicht. Also, wir sind jetzt hier in der Menschheit nicht unbedingt für krasse Logik bekannt. Wir richten Delfine ab, die U-Boote angreifen. Wie blöd ist das? So.
Die nehmen die Nummer Dry, genau, richtig, ja. Man benutzt doch auch schon Delfine, sag ich ja, genau, Delfine, ja. Das ist natürlich, ist eine dumme Idee. Aber ich sag trotz allem, für einen Häuserkampf, was hättest du denn, ein Dinosaurier ist für Häuserkampf, glaube ich, gar nicht so dumm. Was hättest du für Alternativen für einen Häuserkampf, wenn du keine Menschen oder eben Roboter oder Drohnen kannst du auch nicht benutzen? Das ist ja scheiße für einen Häuserkampf. Dinosaurier, wenn es die geben würde, Velociraptoren, ich sag ganz ehrlich, ja, Hunde, ja. Aber bei Dinos meine ich. Häuserkampf, ey. Ich würde erstmal so einen Stegosaurus reinschicken. Mit voller Brachiosaurus. Mit Häuserkampf, richtig. Ja. Ich sehe schon, Andibar wird auf jeden Fall militärisch, bitte, das mal ganz weit bringen. Oberster Anführer. Häuserkampf, was machen wir? 3 Brachiosaurier reinchecken. Stegosaurus hinterher. Okay, wir haben jetzt genug tanzende Dinosaurier, Leute. Ist jetzt gut. Stegimoloch. Boah, ich hasse dieses Vieh. Ja. Kompis und Trodons zum Beispiel, um jemanden zu vergiften, ey, so ein Kombi. Ja, also wie gesagt, das ist einfach die Umsetzung, die dumm ist. Nicht unbedingt das, was gemacht wird. Die Prämisse stimmt, sage ich mal. Netten Dinosaurier einzuführen, weil die restlichen sind halt Fahrbahnattraktionen. Ich habe ja erst im Nachhinein gerafft, dass der Typ von Biosyn, ne, der Chef von Biosyn, der Steve Jobs Ersatz da, ja, oder die Mischung aus Steve Jobs und was weiß ich, welchem Tech-Giganten heutzutage man noch er ist, muss immer an Steve Jobs erinnern. Ja, dass das der Dodgson sein soll, der im ersten Jurassic Park. Ach, ernsthaft? Ja, deswegen holt er ja noch diese Barosol-Flasche da irgendwann mal raus. Ich habe die bei ihm hinten. Ich habe die bei ihm hinten. Habe ich diese Dose, die er Netley gibt, um als Aufbewahrungsort. Die habe ich halt in einem Regal da hinten, ja, genau, im Büro stehen sehen. Die wurde ja. Aber ich habe das nicht gezeigt. Zusammen. Ich hatte in Erinnerung, dass der die im ersten Film doch verliert, die Dose. Ja, genau. Tut er auch. Und dann gibt's die Telltale-Spiele, die erzählen, wie ein Team von Leuten auf die Insel kommt, genau parallel zur Handlung des ersten Films und versucht, diese Dose zu bergen. Und das ist Kanon. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe mich dann halt doch gefragt, wie diese Dose in seinen Besitz kommt, weil er hat diese Dose niemals wiedergesehen, als er ihm sie gegeben hat. Nein, das Spiel ist natürlich nicht Kanon. Das Spiel war auch noch nie Kanon. Wie die Dose dahin kommt, hat eine eigene Geschichte, die ihr in Jurassic World Camp Cretaceous erfahrt. Die, ja, nicht gerade spektakulär ist. Ja, die ist halt verloren gegangen. Ja, die wurde wiedergefunden. Ja, also so wie ich es verstanden habe, soll dieser Typ von Biosyn, das soll dieser Dodgson sein, der halt eben die... Ich weiß nur, es gab diesen einen Programmierer in der einen Szene, wo ich dachte, das ist vielleicht der Sohn von diesem Netley, weil der halt auch von der Erscheinung... Ja, aber auch das war ja auch nur Fanservice wieder, damit irgendeiner da sitzt, wo man sich denken konnte, das könnte eventuell Nedry sein oder irgendwie sowas. Ja. So, ihr Lieben, ich muss jetzt hier mal ganz kurz, durchgreifen. Ich timeoute jetzt hier einfach mal kurz, Leute, für 600 Sekunden. Damit ihr jetzt mal aufhört, hier tanzende Saurier rein zu spammen. Ich brauche jetzt Texte, ich brauche Dialogbedarf. Wisst, was ich meine? Dodgson wurde doch im Film gesagt, ich meine, Louis Dodgson, wo hat denn der mal eine große Rolle gespielt im Film? In Jurassic Park 1 war er am Anfang ganz kurz da und da hat er halt dann den lustigen Dodgson-Spruch irgendwie abbekommen. Aber das war's. Der ist jetzt nicht irgendwie großartig aufgefallen, oder? Also wenn du Jurassic Park jetzt nicht so extrem konsumierst oder eben lebst, dann kannst du Louis Dodgson auch schon ganz schnell vergessen. Das geht dann ruckzuck. Warst du mal in Museen, wo Fossilien und Dinos zu sehen sind? Na klar. Senckenberg Museum in Frankfurt. Das war's. Ich war so ein etwas dickerer Typ, so Programmiertyp, der hatte, glaube ich, sogar dieselben Klamotten an, saß am PC, war da sehr fleißig am Tippen. Und da dachte ich, das ist vielleicht irgendeine Anspielung auf den ersten Teil, dass das irgendwie ein Neffe oder ein Sohn von diesem Netley ist, der jetzt rein zufällig auch mit Dinos arbeitet. Ja, aber da wären wir doch schon beim Thema.
Der Film ist eigentlich eine einzige Anspielung auf alles, was bislang passiert ist, oder? Also ich habe im Internet oftmals den Vergleich. Ich habe das mal gesagt gehabt und da haben alle, ja, Tobi, aber du musst jetzt nicht übertreiben. Nur weil die da die Treppe runterlaufen, ist das ja keine Anspielung an das Treppen runterlaufen da. Doch. Jurassic World Dominion ist eine unfassbare Parade an Fanservice, an Szenen, die sogar im Kamerashot 1:1 wiederholt werden. Gelesen, jetzt hat Jurassic World oder Jurassic Park seinen eigenen Rise of the Skywalker. Ja. Und ich finde, das stimmt so, weil auch Jurassic World 3 ist irgendwie ein Film, der eine viel zu komplizierte... Hier muss ich ganz kurz mal eine Lanze für Jurassic World Dominion brechen. Ich finde, Rise of Skywalker ist beschissener im Kontext zu Star Wars als Jurassic World Dominion im Kontext zu Jurassic World und Jurassic Park. Viel zu, weiß ich nicht, ja doch, eine viel zu kompliziert erzählte Handlung hat, die halt kaum Sinn ergibt, wenn man einmal richtig drüber nachdenkt, weil im Endeffekt holt sich dieser Biosyn-Typ tatsächlich seinen eigenen Untergang ins eigene Haus, so, wo man sich halt auch mal fragt, warum macht man. Das hat John Hammond auch gemacht. John Hammond hat sich mit dem Einstellen von Dennis Nedry ebenfalls den Untergang von Jurassic Park ins Haus geholt. Einfach Jurassic World Dominion neu drehen? Nee, das wird nicht passieren. Dafür sind auch die Einschaltquoten, wollte ich gerade sagen. Dafür sind aber einfach auch die Einnahmen vom Film viel zu groß. Der Film ist ja ein finanzieller Erfolg gewesen. Und es ärgert mich so krass, dass ich einfach mit dem lieben Andy von Screenfire habe ich ein fast 2 Stunden langes Video aufgenommen zum Thema Jurassic Park und Jurassic World. Und wir haben das alles angesprochen und ich habe aufgrund von dummen Fehlern das Video nicht gespeichert. Das ist so zum Kotzen einfach. Wir werden es aber nochmal aufnehmen, hoffentlich. Jetzt irgendwann, dieses Jahr. Und lebt vor allem eben vom Auftauchen lassen alter Figuren. Ciao, Dano. Vom Verblassen lassen Dano, ja, neuer Figuren. Und vom Rezitieren von fast allem, was eben diese Serie bislang ausgemacht hat. Also, wenn ich eine positive Eigenschaft dieses Films hervorheben müsste, keine Angst, es dauert nicht lang, dann ist es, dass die Legacy-Charaktere, wie man das heutzutage ja nennt, also Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum, dass sie tatsächlich innerhalb der Story ein bisschen was zu tun haben und die also wirklich mehr Szenen zusammen tatsächlich haben, als dass man die irgendwie trennt. Oder ich hatte auch damit gerechnet, dass man die vielleicht irgendwie einmal 7 Minuten am Anfang sieht und am Ende nochmal. Boah, ja gut, toll, aber das heißt, das ist ja... Trotz allem haben die ja komplett verkackt, die Charaktere. Also was sie aus Jeff Goldblum gemacht haben, das ist schon wirklich übel. Und dass die als 10 miteinander haben, ja, das ist cool. So. Damit wir sie aufs Plakat packen können. Aber tatsächlich sind die weitestgehend ein integraler Bestandteil der Story. Und also die haben immer noch eine gewisse Chemie miteinander. Und natürlich so als Jurassic Park-Fan, der den alten Film 1000-mal gesehen hat, irgendwie ist es schon schön, nochmal Laura Dern und Sam Neill zusammenzusehen. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie liebgewonnene Figuren jetzt im Nachhinein durch diesen Film ruiniert werden. Aber was? Also, das ist tatsächlich wirklich das. Bitte was? Ey, wo fangen wir denn da an? Bei Alan Grant, der einfach als Totalversager dargestellt wird, oder wir können auch gern Ian Malcolm nehmen, der durch die vierte Wand hindurchbricht, um uns als Zuschauern zu sagen, wie scheiße Jurassic World ist, oder kurz drüber redet, wie ein Hund mal sein Bein gerammelt hat. Ich glaube, da finden wir noch mehr. Also das sind doch nicht mehr die Figuren aus den Originalfilmen, auf gar keinen Fall. Gut, Alan Grant ist exakt dieselbe Figur wie im ersten Teil, nur noch ein bisschen mürrischer. Laura Dern hat einfach dieselben Klamotten an, damit der letzte Dulli auch versteht. Das ist die vom ersten Film. Aber Jeff Goldblum haben sie ja komplett verschissen. Das ist total krass, wenn du mal guckst, wie sich Ian Malcolm in The Lost World verhält. Und jetzt in Jurassic World Dominion. Wie ist das passiert? Das Positive, was ich über den Film sagen kann. Der ist mit 2,5 Stunden. Ist der viel zu lang. Er fühlt sich an wie 5 Stunden. Also wirklich ganz im Ernst. Wir haben ja, der Kritikpunkt, ein Film ist immer zu lang, finde ich ganz schrecklich. Ich mag lange Filme. Ich fand deswegen auch den Snyder Cut so geil, weil der halt mal 4 Stunden ging. Ich mag lange Filme. Ich finde Filme,
die so auf Zwang gekürzt sind, finde ich total kacke. So, wenn ein langer Film läuft, der auch wirklich was erzählt, dann ist das doch okay. Deswegen finde ich immer die Kritik, der Film ist zu lange. Der Film ist halt zu lange, weil er kacke ist. Und deswegen ist er halt dann zu lange. Aber ansonsten, lange Filme können gut sein. Nach der PV haben wir beide gesagt, dass wir nach ungefähr einer Stunde so beide, unabhängig, ja, wir saßen nicht nebeneinander, aber unabhängig. Nee, Jeff spielt seine Marvel-Rolle, ja, aber Jeff spielt einfach auch sich selber. Und Jeff Goldblum hat ja irgendwann so einen Sinneswandel mal gehabt. Der ist ja, wenn ihr mal guckt, wie der sich bewegt oder auch wie er gesprochen hat in den 90ern. Und da ist die Kamera. Und wie er sich heute bewegt und wie er heute spricht. Da hat der Mann irgendwie, er hat sich verändert. Und der Schauspieler hat auch nicht mehr wirklich in seinen Rollen. Der ist einfach er selber. Und das ist halt immer jetzt so. Ja. Auf die Uhr geguckt haben und uns ist dann mit Grauen klar geworden, dass das jetzt irgendwie noch anderthalb Stunden hier so weitergeht. Ich finde halt, also mich hat der Film spätestens da halt so, also ich habe halt spätestens da das Interesse verloren, als sie halt dann in diesem neuen Dino-Park sind, in diesem Reservat so. Also ich hab sogar noch viel eher das Interesse verloren, nämlich genau bei dieser Szene, das ist die erste, ich nenne sie mal... Das ist direkt am Anfang. Ja. Das ist eine der besten Szenen am Film. Weil die eben noch das bietet, was eben auch versprochen wurde. Saurier in freier Wildbahn. Die und die Szene mit dem Therizinosaurus. Ja. Die Action-Szene des Films, in der auch Chris Pratt das erste Mal im Film auftaucht. Und mein grundlegendes Problem mit dieser Szene und mit ganz vielen ähnlich gelagerten Filmen ist, dass du mittlerweile überhaupt gar nichts mehr von dieser Faszination und auch von dieser Ehrfurcht, auch wenn der Trailer sich hier sehr bemüht, genau dieses Gefühl hervorzulocken bei uns, verspürst, was du vorher bei Dinosauriern hattest. Also gerade in dieser Stampede-Szene und in ganz vielen anderen und gerade in den Action-Szenen, ob das Dinosaurier sind, es könnten auch Aliens sein, es könnten irgendwelche sonstigen Labormutanten sein, es könnten Ja, aber darum geht's doch. Natürlich könnte aber auch in Jurassic Park 1 könnte es doch auch irgendwas sein. Ich verstehe die Kritik gerade nicht von Wolf. Dass sich jetzt die Dinosaurier zu sehr wie echte Tiere anfühlen, ist jetzt seine Kritik oder was? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil auf der einen Seite wird immer genörgelt, ja, die sind jetzt eigentlich nur noch Monster. Und jetzt wird gerade genörgelt, nee, die sind eigentlich genau wie alle anderen Tiere auch. Wäre schön, wenn es so wäre. Finde ich halt aber gar nicht zum Beispiel. Aber das ist jetzt seine Kritik ja anscheinend, ne? Das finde ich jetzt gar nicht so wirklich, was da jetzt das Problem bei sein sollte, wenn es so gewesen wäre. Ich sehe es ein bisschen anders. Aus einer anderen Dimension sein, das ist völlig egal. Du hast einfach nur relativ gut animierte CGI-Kreaturen. In diesem Fall sind es irgendwie einfach Dinosaurier, es spielt aber keine Rolle, es können auch andere sein. Und das hat man in der allerersten Szene gesehen, als Chris Pratt mit dem Lasso diesen Dinosaurier hinterherjagt. Und dann am Ende hat er natürlich einen Dinosaurier gefangen und der Dino wehrt sich und Chris Pratt kommt so näher, so pssst. Und ich dachte mir, ey, das könnte jetzt auch ein großer Ochse sein oder ein Ja, genau. Das, hä? Bin ich dumm? Wo ist denn da jetzt gerade die Kritik von Wolf? Also was ist denn da jetzt der Punkt, den er machen will? Das ist doch genau der Punkt, was der Film machen sollte. Uns zeigen, dass das echte Tiere sind. Warum solltest du jetzt einen Parasaurolophus anders einfangen als eine Kuh? Nur weil es ein Dino ist. Das raff ich jetzt gerade nicht so ganz. Checkt ihr das? Was da jetzt das Problem dabei ist? Ich raff's gerade wirklich nicht. Ich habe vergessen zu posten, dass ich jetzt live bin. Ihr könnt ja mal ganz kurz drüber diskutieren. Gesichtserkennung, es geht super. Das ist kein Gesicht. Oh, Junge. Das finde ich aber kein Kritikpunkt. Oder ich verstehe gerade nur nicht, was Wolf hier kritisiert. Weil ein Dino eben was anderes ist als eine Kuh, ganz grob. Ja, das, ich verstehe das schon. Aber was sollte dann jetzt passieren? Also wie sollte denn jetzt diese Szene am Anfang sich denn dann verhalten? Damit man mehr, ich raff's halt nicht so ganz. Ein Dino ist auch keine Kuh, na klar, aber warum sollte ich jetzt einen Parasaurolophus anders einfangen als eine Kuh? So, weißt du, was ich meine? Oder geht's um die fehlende Faszination an den Tieren?
Ich raff's halt echt nicht. Jetzt live, ich muss noch ganz kurz posten, damit die Ersten sehen, wenn ich wieder offline bin. So. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich verstehe es gerade auch nicht so ganz. Er wird schon seinen Punkt haben und vielleicht geht es da echt darum, dass du keine Faszination mehr bei den Tieren hast. Das kann ich nachvollziehen, aber... Ja. Oder ein Mammut oder irgendwas, das spielt keine Rolle mehr. Und also... Das ist so das Gefühl, was ich hatte. Sie haben es tatsächlich jetzt endgültig final geschafft, nachdem sie sich viel Mühe gegeben haben mit zwei Filmen. Aber Dinosaurier sind hiermit offiziell langweilig. Öde. Das ist Bullshit. Auf gar keinen Fall. Nee. Wenn der nächste Film kommt, der das Ganze einigermaßen geil umsetzt, ein Dinosaurier. Dinosaurier sind ja nicht per se langweilig, nur weil der Film kacke ist. Das ist ja Bullshit jetzt. Dass das Interesse an Dinosauriern immer noch sehr groß ist, sehen wir ja jetzt. Das ist ja trotz allem noch da. Trotz einem Film wie Jurassic World Dominion, Leute, immer mehr Bock auf Dinosaurierfilme. Rufen keinerlei Emotionen mehr hervor. Also ich saß wirklich die ganze Zeit da mit unbewegter Miene. Ich habe mich irgendwann selbst, ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit nur so da sitze. Du spürst nichts mehr. Das stimmt, das ist richtig, ja. Da hat er recht. Also das ist das eine große Problem und über die Logik-Sachen. Also du hast es ja gerade so schön zusammengefasst, die Dinosaurier sind jetzt alle ausgebrochen und die Menschheit muss jetzt quasi gegen ihren Willen so ein bisschen mit Dinos zusammenleben und ich denke, nee. Es wurde Embryosaft aktiviert. Wo war denn die Animation? Die war gerade gar nicht da, oder? Ich habe extra alle Animationen wieder eingeschaltet. Aber dann tropft hier alles. Das ist jedes Mal dasselbe und glaub dir, ich lerne dazu. Ey, es ist unglaublich. Ich trinke jetzt einfach aus einer, das ist wirklich eine Blumenvase, ich weiß. Zitronenwasser. Aber ich finde das Ding einfach stylisch. Wenn da so Zitrone und Wasser und Eis drin ist, ist das schon echt geil. Oh, jetzt habe ich hier alles nass gemacht. Wie krass. Wie oben schon. Die erste T-Rex-Szene war episch. Episch. Jetzt wirkt es Austausch. Ja, ja, das schon, das auf jeden Fall. Wenn er das damit meint, dann stimmt es auf jeden Fall, ja. Nur zu sagen halt, ja, das könnte auch eine Kuh sein. Richtig, richtig. Ja, ja, das ist immer der Punkt an der ganzen Nummer. Das könnten ganz normale Tiere sein, darum geht's ja. Aber ich glaube auch, er will mehr darauf hinaus, dass du da... Du bräuchtest keinen Dinosaurier zu sehen. Du hättest dieselbe Emotion eben auch, wenn er einfach eine Kuh einfangen würde. Das meint er, glaube ich, damit. Das stimmt. Wenn das jetzt eine Kuh oder ein Esel gewesen wäre... Wäre es sogar noch cooler geworden wahrscheinlich. Wenn Owen von so einem Esel den Tritt abbekommen hätte, wäre das eine bessere Szene gewesen. Ja. Wäre dafür, dass Owen auf jeden Fall mal von einem Esel getreten wird. Also no fucking way. Das, ich weiß, das sind gefährliche Raubtiere, aber trotzdem, es kann absolut mir niemand vermitteln, dass wir dieser Plage nicht innerhalb von 3 Monaten wieder Herr werden, und zwar global. Also wenn der Mensch eins kann... Ja, aber das ist ein Wolf. Es geht ja nicht darum, die Saurier alle abzuknallen. Darum geht's ja im Film auch nicht. Deswegen sucht Owen ja auch die Tiere und will sie eben einsperren. Die Kritik ist gerechtfertigt. Ja, das wäre auf. Diese ganze Nummer wäre niemals global geworden. Jurassic World Dominion hätte niemals global so eskalieren dürfen, wie es im Film eskaliert ist. Da auf jeden Fall gebe ich ihm recht. Aber jetzt zu argumentieren mit, naja, wir hätten die einfach ausrotten können. Klar hätten wir das machen können, aber das wollen wir ja nicht. So, es geht ja im zweiten Film darum, Dinosaurier von einer Insel wegzukriegen, weil wir verhindern wollen, dass die eben sterben. Und jetzt zu sagen in Jurassic World Dominion, jetzt hätten wir sie einfach alle abknallen können, das wäre ja noch dümmer gewesen. So, du kannst dem Film, also das wäre echt krass gewesen. Boah, okay. Fucking gut, dann ist es andere Spezies ausrotten, wenn es sein muss. Und also, das kann mir echt niemand erzählen, dass die Menschheit keine andere Wahl hatte, als jetzt fortan den Planeten mit ein paar Dinosauriern zu teilen, die seit 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Jetzt gibt es sie seit ein paar Jahren wieder und die sind aber schon perfekt an das neue Leben im Jahr 2022 an. Ja, gut, das ist ja das mit dem Anpass. Wie gesagt, die ganze Nummer mit den Dinosauriern sind jetzt irgendwie auf der ganzen Welt und leben unter uns. Das ist halt echt schwierig. Aber wir würden die nicht ausrotten. Das würden wir niemals machen, auch in unserer echten Welt nicht. Es gibt natürlich Leute, die, glaube ich, sogar im Film sieht man ja auch, wie Dinosaurier auch gebraten werden und so ein Kram oder als Trophäen gejagt werden und allem. Aber wir würden ja nicht einfach sagen, wir knallen die jetzt einfach mal alle ab. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie jetzt eine, es ist schon eine Plage in der Hinsicht,
Aber wir würden uns da schon überlegen, was machen wir jetzt mit denen? Die gesamte Idee aus Jurassic Park 2, aus The Lost World, war ja damals auch gewesen, lass die einfach jetzt leben. Und ich weiß, Jurassic World scheißt komplett auf diese Idee von Jurassic Park und macht alles schlimmer und alles schlechter. Aber jetzt dann noch zu sagen, boah, warum knallen die nicht einfach alle Saurier ab? Nein, warum sollte man das machen? Problem für mich ist vor allem, es brechen 30 Saurier, ja, stimmt schon, im zweiten aus, paar Monate später sind es Tausende. Das verstehst du nicht, weil da hast du nämlich vergessen, einen Roman zu lesen, ein Videospiel zu spielen und die Rückseite von so einer Cornflakes-Packung. Da erfährst du nämlich, dass die Dinosaurier ebenfalls von der Isla Sorna von Anlage B zu einem Teil, oder ich glaube sogar die gesamte Anlage B müsste eigentlich leer sein, laut diesen Aussagen, wurden Saurier auch von der Isla Sorna aufs Festland geschifft. Lustigerweise erfährst du das wirklich nur, wenn du den Dino-Tracker studiert hast. Dann, ich esse keine Cornflakes. Na siehst du, dann kannst du auch den Film nicht verstehen. Da haben wir auch schon das Problem gefunden. Gelitten, würde ich einfach sagen. Oder du spielst einfach am 3.8. um 5.23 Uhr kurz Fortnite, da wird das auch erklärt. Das ist ja nicht die Schuld vom Film, wenn ihr das nicht versteht, deswegen. Ich auch nicht. Na seht ihr, da haben wir es doch schon wieder. Ja. Und er hat's gesagt, Colin Trevorrow hat's gesagt, es liegt an den Zuschauern. Ja. Und wir müssen uns ihnen so ein bisschen unterordnen und eine Koexistenz mit denen eingehen. Fuck off, Bullshit. Also ich kaufe diesem ganzen Film die komplette Prämisse von vorne bis hinten nicht ab. Es ist einfach nur hanebüchner Unsinn. Ja, und ja. Das Ding ist, ich würde dir in vielen Punkten recht geben. Ich gar nicht gerade. Halt nicht mal. Also ich. Also die ganze Kritik von wegen, wow, wir knallen die einfach ab, dass mehr Leute schreiben, naja, einen T-Rex kannst du ja auch mit einem Panzer einfach abknallen. Und ich denke mir so, ja, aber was ist das für eine Aussage? So funktioniert das aber eigentlich einfach nicht. Das würden wir nicht machen. Schon gar nicht, wenn der Film davor uns ganz klar gezeigt hat, nein, wir wollen ja, dass die leben. So, das ist eine Kritik, die raff ich jetzt auch nicht. Denke ich hier sitzen und eine Brandrede für diesen Film halten, weil ich mich sehr drauf gefreut habe und ich kenne die Kritik rund um die Jurassic World Filme, auch um die letzten Jurassic Park Teile, die ja bei vielen halt nicht mehr gut angekommen sind, aber ich bin wegen den Dinos in diese Filme gegangen, ich habe sie wegen den Dinos geguckt, Jurassic Park war meine erste VHS-Kassette, die ich mit viel zu jungen Jahren besessen habe. Geil. Und sie geliebt habe und sie kaputt gemacht habe, weil ich sie so oft geschaut habe. Und als Jurassic World 1 kam, ja, ich sehe, dass es halt viel auf Nostalgie anspielt. Jurassic World 1 sei einfach nur Fanservice gewesen. Aber da gab es noch Hoffnung für die Reihe auf jeden Fall. Ja, nur dann sollte nach Jurassic World 2 aber auch stehen, Fortsetzung auf der Cornflakes-Packung. Schlechtes Marketing. Das stimmt natürlich, ja. Ich finde, das Problem an Jurassic World Dominion ist viele neue Dinos, aber die haben wenig Auftritte. Ja, das ist schon wie so eine Checkliste, ne? So nach dem Motto, wir bringen jetzt die ganzen Saurier rein und dann gibt's so eine Liste. Raptor ist drin, Atrozi, auch so die Idee, dass Atrozi-Raptoren sind nur drin, weil sie ja in den beiden Filmen davor Velociraptoren verniedlicht haben. Sie brauchen aber Raptoren. Raptoren sind neben dem T-Rex das Aushängeschild der Jurassic-Reihe. Also haben wir jetzt hier einen Pyroraptor und eben die Atrociraptoren. Check, sind mit drin. Der Pterycinosaurus ist übrigens auch nur im Film mit dabei, weil Universal gecheckt hat, dass bei Ark war es, glaube ich, der Pterycinosaurus extrem beliebt war. Habe ich mir nur sagen lassen. Checkliste. Haken dran gemacht, der ist auch mit drin. Und die Dilophosaurus, wisst ihr noch damals? Ja, cool, check, auch mit dabei. Und so wird das eben dann gemacht. Und die werden in den Film reingedrückt, aber nicht... Die haben aber keinen Grund, warum die jetzt da sind, die Tiere. So, der Dilophosaurus in Jurassic Park 1, der wird angekündigt. Da wird kurz erzählt, wer ist das, der kann Gift spucken. Und du bekommst schon irgendwie ein Bild davon im Kopf, was das für ein Vieh sein kann. Und dann wird das aufgebaut mit so einem kleinen Dino und du denkst dir, hä... Der ist doch keine Gefahr. Bis dann der Kragen auf. Das ist so ein richtiger Aufbau einfach. Und hier sind die einfach nur da.
wie, der hat's ein Freund von denen gesagt, ich glaube, Alvin hat's vorhin gesagt, das ist wie so eine Geisterbahnfahrt, wo man eben durchfährt und dann kommt dann da kurz was aus der Ecke rausgesprungen und dann da aus der Ecke was rausgesprungen. Und das ist einfach schade, weil das hätte so viel geiler werden können. Wenn du dir auch gerade mal den Battle at Big Rock Film anguckst, diesen Kurzfilm, so wäre das geil. Ihr müsst mir nicht 50.000 Dinosaurier geben. In Jurassic Park 1 sind wirklich prägnante Dinosaurier der T-Rex, Dilophosaurus und Velociraptor. Gallimimus vielleicht noch und der Triceratops. Der liegt aber auch nur da. Gallimimus rennen nur mal kurz vorbei. Wirklich prägnant sind Velociraptor, T-Rex und Dilophosaurus auch nur kurz dabei. Das ist halt geiler. Da kannst du dich wesentlich besser drauf fokussieren. Auf diese Tiere. Ja. Ich finde es schade, dass sie nichts aus dem Pyroraptor gemacht haben. Finde ich auch, ja. Hab mich sehr auf den gefreut gehabt. Warum ist Jurassic World Dominion zu lang und Jurassic Park 3 und Jurassic World 2 so kurz? Jurassic Park 3 ist so kurz, weil der Film beim Dreh Probleme hatte. Die haben ja quasi nur das Nötigste dann zusammengeschustert, was sie irgendwie hinbekommen hatten in der kurzen Zeit. Ist Jurassic World 2 so kurz? Ich weiß es gar nicht. Und warum ist Jurassic World Dominion zu lang? Zu lang finde ich den gar nicht. Der ist lang. Aber das ist ja auch cool, wenn du erstmal ein Finale machen willst und eben eine Geschichte erzählen willst, die eben diese Länge benötigt. Aber der Film benötigt eben nicht diese Länge, um die Geschichte zu erzählen. Und ey, die hätten vielleicht aus Jurassic World Dominion einfach sogar zwei Parts machen sollen. Jedes Finale heutzutage sind zwei Parts. Warum nicht das? Part 1, eine Geschichte in einer Welt, in der es darum geht, wie wir jetzt mit Dinosauriern zusammenleben. Und Part 2 dann eben das Biosyn-Szenario hier aus dem Jurassic World Dominion-Film. Dann wären die Leute auch gar nicht so angepisst gewesen, glaube ich. Meine größte Kritik an Jurassic World Dominion ist der Spino. Warum kam der nicht? Ja, der hätte es aber auch nicht gerettet, ganz ehrlich. Wenn der Spino am Ende dabei gewesen wäre, im finalen Kampf, wäre das nett, aber das hätte den Film jetzt ja auch nicht großartig verändert. Sachen halt wiederholt sind, aber trotzdem, dieser Film hat halt einfach mit diesen Dinos Szenen mir gegeben, die man so noch nie gesehen hat. Ich habe 3 Filme erzählt bekommen, Raptoren, super schnell, wenn die einmal loslaufen, wenn die einmal losflitzen, so, dann sind sie eine reißende Gefahr. Der Film hat mir dann wenigstens eine Szene gegeben, ja, sie ist dämlich mit dem Moped durch den Dschungel und daneben so ein Squad Raptoren. Absolut dämlich, mir hat sie das Herz aufgehen lassen, weil ich sie cool fand. Dieser Film hat halt nichts davon. Und die Szene, die du meintest, das Cowboy-Reiten und das Lasso-Fangen, das ist sogar noch eine meiner Positiv-Dino-Szenen, ja, in diesem Film. Finde ich auch. Zumindest die Jurassic World und Jurassic Park-Filme bisher zumindest das Szenario so nicht hatten. Alle anderen Dino-Szenen, die kommen, sind immer eine Anspielung oder Wiederholung von dem, was wir eigentlich schon mal gesehen haben. So, die Dinosaurier sind hier nichts anderes als Schießbudenfiguren, die quasi reinkommen für eine Szene. Ja, nicht mal nur Dinosaurier. Auch die Szenen sind einfach nur Checklisten. Diese ganzen aneinandergereihten Szenen. Wir müssen Memberberries. Wir müssen eine Szene drin haben, wo ein Velociraptor oder irgendeine Art von Raptor auf jemanden zurennt und kurz vorher noch so eine Klappe runtergeht. Weil, wisst ihr noch, in Jurassic Park 1, check. Der 5-Minuten-Prolog in Jurassic World Dominion, der im Kinofilm nicht mit drin war, aber in der längeren Variante, ist exakt der Shot über einen See oder einen riesigen Teich, wo Langhals-Dinosaurier langlaufen. Es sind andere Saurier, aber scheißegal. Memberberry, check. Kennen die Leute noch vom ersten Film, wisst ihr noch. Das passiert in diesem Film so übertrieben oft einfach. Und sei es einfach nur die Szene, wo Ian Malcolm, Ellie Sattler und Alan Grant die Treppe runterlaufen. Mit exakt der gleichen Kamera wie im ersten Film, da laufen sie die Treppe aber mit hoch. Und da könnt ihr mir nicht erzählen, das ist aber nicht dieselbe Szene, nur weil da Treppe und da Treppe. Doch, genau das ist es. Das ist eine Memberberry. Checkliste wieder. Die machen nur Checklisten bei Szenen und bei Dinosauriern. Ist halt öde wie Sau. Ihren Signature-Move machen, der Dilophosaurus, das traurigste überhaupt. Spannend nur. Ja, dodgt den Tod wie bei Nedry. Wenn da Leute erzählen, na, das ist aber halt poetisch, dass der genauso gestorben ist. Nein, das ist eine Checkliste. Check,
genauso gestorben wie im ersten Film, denn wisst ihr noch, da war es ja cool gewesen. Das ist immer dasselbe. Zu sagen, beim Giganotosaurus zu sagen, don't move. Warum? Das ist total dumm, weil das Tier sich einfach nicht davon abhalten lässt, dich anzugreifen, wenn du dich eben nicht bewegst. Das ist nur dafür da, damit jetzt die zwei Main-Character in dem Film sagen können, nicht bewegen. Weil wisst ihr noch, in Jurassic Park war das ja ein cooler Satz gewesen. Dieser Film ist schon schrecklich, Mann. Regenschirm auf und spuckt ein bisschen rum. Sie machen ihren Signature-Move und hauen halt wieder ab. Mehr dienen diese ganzen Dinosaurier hier nicht. Und dann ist es halt auch egal, dass du 30 Spezies davon hast. Weil es ist egal. Weil keine davon hat irgendeine Relevanz, wie du sagst. Die sind komplett austauschbar. Und langweilig. Auch ich habe nicht eine Szene wirklich im Kopf behalten, wo ich sagte, okay, die war mal faszinierend, die war mal magisch. Und selbst der zweite Teil, den ich fast vollkommen aus meinem Gedächtnis gelöscht habe, hat zumindest den einen traurigen Moment, wo der Dinosaurier sich auf seine Hinterbeine stellt, während die Lava runterkommt und dieser Rauch kommt, die Musik setzt ein. Und immerhin sowas blieb hängen im zweiten Teil. Das kriegt der ganze dritte Teil mit 2,5 Stunden halt nicht hin. Und das ist halt traurig, weil wir auf Apple TV Plus nochmal, um zu nennen, was halt, ja, weil es eben niemandem auffällt, aber da haben wir halt gerade eine Dino-Doku. Die BBC-Doku, ne? Ein Planet vor unserer Zeit. Wollte ich nämlich auch, als du eben meintest, wie toll du Dinos findest, wollte ich dir die auch empfehlen. Genau. Weil das ist auch vom Ja, ist halt immer schwierig, eine Dokumentation mit einem Blockbuster-Kino zu vergleichen. Aber es geht hier wieder um den Faszinationseffekt von Dinosauriern und da verstehe ich es auf jeden Fall, ja. A Prehistoric Planet auf jeden Fall um einiges geiler. Als Grant sagte, der Giga sei der größte Fleischfresser, der größte an Land lebende Fleischfresser, sagt er sogar, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht gibt es ja das größte an Land lebende Fleischfresser-Skelett, mag ein Giga sein, aber sogar wenn es nicht so ist, das ist ja nicht das Problem an der Sache. Dann ist es halt in der Welt von Jurassic so, scheiß doch drauf. Alan Grant hat auch in Jurassic Park 1 gesagt, als wäre es ein wissenschaftlicher Fakt, der Tyrannosaurus Rex reagiert nur auf Bewegung. Ist ja auch Bullshit. Hat sich keine Sau drüber aufgeregt. Der Film, das sind andere Probleme an dem Film. Das ist, dass der Film einfach, ja, als hätte er einfach keinen Bock gehabt, einen Film zu machen, was er selber auch gesagt hat, ne? Von den Trevorrows Aussage nach hätte nach Jurassic Park 2 Schluss sein sollen. Dann mach keine 3 Fortsetzungen, du Pfeife. Von der Effektqualität nochmal 3 Stufen über dem, was ich ja so schockierend finde, dass ich finde, dass Jurassic World 3 effektemäßig so einen Rückschritt gemacht hat, ja, im Vergleich zu den letzten in 2. In allem. Und ja, das Traurige ist, obwohl sie tatsächlich doch einige Animatronics am Start hatten, so, ja, aber das. Ja, die sind aber auch scheiße. Leider nicht. Ja, weil sie die halt auch, also die ganzen Animatronics, die sie vorher halt irgendwie groß beworben haben, das haben wir jetzt auch als Animatronic, die sind hier für 3 Szenen im Film. Ja. Also wie soll das auch wirken? Das ist halt Perlen vor die Säue. Und in dieser Doku, genau das ist es halt eben, Prehistoric Planet heißt sie im Original, da kriegt man genau das gezeigt, diese Faszination, dass das Lebewesen waren, die sich verhalten haben, dass das nicht einfach nur Monster sind, die aus schuppiger Haut und Zähnen bestehen, sondern dass die halt wirklich ein Verhalten haben, eine Persönlichkeit, irgendwie interagiert haben mit ihrer Landschaft. Das haben wir ja eigentlich versprochen bekommen. So, das Marketing, bis jetzt setzt das Marketing darauf, uns das zu geben, was uns das Ende. Ich finde es so schön, dass hier einfach auch Sachen gesagt werden, die ich auch schon gesagt habe. Wo ich mir manchmal wirklich gedacht habe, oder übertreibe ich da vielleicht ein bisschen. Aber anscheinend nicht, nee. Das Marketing war komplett für den Arsch gewesen. Letzten Teils versprochen hat, dieses, okay, die Dinos sind jetzt in freier Wildbahn, warum auch immer, und jetzt müssen wir halt irgendwie lernen, damit klarzukommen, wie auch immer. So, und was dieser Film macht, er sagt, ja, fuck it, so, wir... Ja, der Film kommt dann zum Ergebnis, komm, wir sperren die einfach ein. Das ist das Ergebnis von dem Film. Wir sperren die einfach wieder ein, im Biosyn Valley, ein Naturschutzgebiet, das aber eigentlich einfach nur wieder ein Jurassic Park ist im Endeffekt, ne? Eigentlich saudumm, weil Jurassic Park 2 uns damals ja erklärt hat, die Saurier müssen frei leben. Das ist jetzt denen ihr Privileg quasi, weil sie ja von uns in diese Welt gezwungen wurden. Und jetzt zu sagen, nö, komm, wir sperren die doch wieder ein. Das ist alles Quatsch.
wir bauen halt einen größeren Park. Und gleichzeitig haben wir noch diese Biokatastrophe, wo niemand weiß, wie die wohl ausgelöst wurde, weil diese Heuschrecken ja nur 40 Zentimeter groß sind. Wer könnte da seine Finger im Spiel haben? Und das ist halt wirklich einfach traurig, wie hier mit diesem... Es ist halt... Du hast halt einen James-Bond-Bösewicht, so einen klassischen 60er-Jahre-James-Bond-Bösewicht mit einem klassischen 60er-Jahre-Action-Film-Plot, der, ja, vor sich hin plättet. Ja, aber wahnsinnig flach und ohne Ecken und Kanten, ohne Charakter. Also wirklich, wenn ich emotional nicht an den drei alten Figuren hängen würde, also ich habe das Gefühl, von mir als Zuschauer wird da relativ viel Eigenleistung erwartet, damit ich emotional noch ein bisschen was rausziehe, weil ich bin natürlich ein bisschen darauf konditioniert, irgendwie mich zu freuen, wenn Laura Dern und Sam Neill ihre alten Rollen wieder aufleben lassen. Und ihre alten Klamotten tragen. Das ist ganz wichtig, sonst verstehst du ja nicht, dass das dieselben Figuren sind. Ich mochte den Five Nights at Freddy Film. Der Film wurde von Kritikern nicht gut bewertet, allerdings war er sehr erfolgreich und die meisten Fans mochten ihn. Ich mochte den Film auch und ich bin ein Fan von der Geschichte, die die Spiele erzählt. Boah, wie kommst du jetzt auf das Thema? Du bist jetzt ja ganz weit weg vom Schuss. Ich habe den Film allerdings noch nicht gesehen. Ich kann dazu noch gar nichts sagen. Was ich nicht verstehe, wie die auf einmal dieses kalte Klima vertragen. Irgendwo gibt es, glaube ich, auch eine Theorie, eine wissenschaftliche. Das haben die bei Prehistoric Planet nämlich auch mal gemacht. Dass irgendwelche Raptoren oder irgendwelche Tiere im Schnee rumgelaufen sind und sowas. Das kommt von daher. Und auch wenn es ausgedacht ist, wie gesagt, das ist hier nicht das Problem an der ganzen Nummer. Ich wollte das nur mal sagen. Okay. Ich habe noch nicht gesehen, den Film, wie gesagt. Ich kann dazu echt noch gar nichts sagen. Das Spiel soll aber auf jeden Fall geil sein. Vom Film habe ich auch nur Schlechtes gehört bisher. Würde ich das ausklammern, dann habe ich absolut nichts, an dem ich mich festhalten kann. Also weder bei unseren Helden, bei Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, die wieder mal eine Performance zum Einschlafen bringt, wie immer, als auch bei dem Bösewicht. Das ist halt so ein, ja, wirklich Steve Jobs wie in ein paar Jahren so. Aber der hat keine Ecken, der hat keine Kanten, du findest ihn nicht faszinierend. Es ist alles so wahnsinnig dröge und glatt poliert, so das rutscht einem so runter. Also wirklich... Gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast, weil ich habe die Hälfte, ohne Scheiß, ich habe die Hälfte von diesem Film echt wieder vergessen. Ich kann mich erinnern, dass der Dinosaurier-Endfight auch unfassbar lahm war. Der ist so dämlich. Er ist auch so schnell wieder vorbei. Sechseinhalb Minuten, es passiert voll viel, Mann, ist das nicht cool. Und dann ist auch schon wieder alles vorbei. Und generell, also... Ja, bester Kampf auf jeden Fall aus dem Jurassic-Universum ist Spinosaurus gegen T-Rex. Zwar der kürzeste, glaube ich, was die großen Alpha-Predatoren angeht, aber der beste auf jeden Fall. Weil es mich etwas sauer macht, dass man den Film so kaputt redet. Es gibt 10 Five Nights at Freddy's Spiele, okay. Und da ist es ja klar, dass man... Ich glaube, die meisten haben das Spiel nicht mal unbedingt gespielt. Was ich zumindest so mitbekommen habe. Ist der Film bei denen er nicht gut ankommt, nicht gut angekommen, weil der Film an sich wohl nicht funktioniert. Sauer sein musst du da nicht. Das ist Quatsch. Aber ich mag Matrix 4, finde ich gut. Ich finde, Matrix 4 ist ein guter Film. Und auch gut als Matrix-Film. Die Mehrheit würde sagen, das ist Quatsch. Matrix 4 ist Bullshit. So, das ist halt so, ne? Warum auch nicht? Aber, ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt nichts zu Knaff sagen, aber zu Jurassic World Dominion eben einfach. Und da sind einfach Argumente wie, es sind halt viele Dinosaurier dabei. Ist kein Argument dafür, dass der Film gut ist. Das ist Quatsch. Oder auch, ja, der Film bringt aber die Geschichte wenigstens voran. Das ist kein positives Argument, wenn die Geschichte aber einfach scheiße vorangetragen wird. Ja. Das ist doch jetzt irrelevant, es geht um ein anderes Thema. Das kommt gerade von Anibar, der vor wenigen Minuten den gesamten Chat mit tanzenden T-Rex vollgespammt hat. Ja. Diese Tendenz, ich habe das Gefühl, die haben sich wahrscheinlich irgendwie sehenden Auges, aber in so eine gewisse Ecke geschrieben. So damals, der T-Rex war natürlich so das absolute Juwel, so das inoffizielle Maskottchen. Und wir alle 1993, oh Gott, die Welt war im Dino-Fieber und speziell im T-Rex. Das kannst du im Jahr 2022 natürlich nicht mehr anbieten. Du musst halt immer noch einen draufsetzen. Und allmählich wird's albern. Also nach dem T-Rex hatten wir den Indominus Rex. Jetzt wird ein Allosaurus. Halt, du hast den Spinosaurus vergessen, mein Freund. Und Allosaurus war nicht da. Das war nie der Hauptdino gewesen. Reicht's aber langsam.
reingeworfen. Nee, aber noch krasser ist ja der Giganotosaurus. Dann kommt der auch nochmal. Und also das ist eine völlig beliebige... Was war so krass? Also ich hab's nicht verstanden. Der ist halt noch größer. Ja. Der ist halt nur einfach, das ist so das größte Lebewesen, was hier auf der Erde gelebt hat. Aber er hat, oder sie, auch hier wieder, kein Charakter. Du verstehst überhaupt gar nicht irgendwie, wie du gesagt hast. So, du hast gar kein Gespür dafür, dass es in der Logik des Films ein echtes Lebewesen ist, was gewisse Verhaltensweisen hat, was sich vielleicht irgendwie auch von seinen Artgenossen unterscheidet. Ich finde, der Giga ist das einzige Tier in diesem gesamten Film, der sich irgendwie anfühlt wie ein Tier. Der auch einfach nichts macht. Also der Giga ist ja am Anfang noch sehr behäbig und langsam. Und er greift auch, glaube ich, erst die Menschen an, nachdem die entweder wegrennen oder erst nachdem Ian Malcolm ihm ein brennendes Stück Käfer ins Maul schmeißt. Glaube ich, dass das irgendwie so war. Oder der hat vorher noch nichts gemacht. Der war total nett. Da werden einfach drei in die Arena geworfen und nach 6 Minuten ist wieder vorbei und wir müssen die Story jetzt hier irgendwie zum Ende bringen. Du denkst, das war's? Und das absolut Unglückliche ist, dass viele dieser Dinosaurier, die hier zum ersten Mal in das Jurassic-Franchise, so in die Serie einziehen, genau diese Dinosaurier hast du halt in der Doku und wenn du die mal dagegen hältst, dann sagst du ja, okay, ich weiß, wer sein... Ja, aber trotzdem immer noch Doku gegen Spielfilm entgegenzuhalten, das finde ich ganz schwierig, weil das, ne, Äpfel und Birnen und so ein Kram. Der Giga kommt mir vor wie ein Panzer. Ja, das ist halt wegen der animatronischen Puppe. Die war halt sehr behäbig und sehr schwer. Aber das... Ja. Warum muss ein Dino einen Charakter haben? Weil Tiere auch Charakter haben, tatsächlich. Das ist ja nichts, was ausgedacht ist, so im Endeffekt. Aufgaben gemacht hat. Ich weiß, wer kreativ sein durfte und ich weiß, wer halt irgendwie mal nach Zahlen gemacht hat. Und... Also dieser Vergleich, er ist unfair, ja, mag sein, aber ja. Ich muss ihn halt ziehen, weil dieser Film halt einfach so enttäuschend ist. Und du hast gerade genau meine Kinoerfahrung beschrieben, weil ich konnte mit den Legacy-Charakteren, auf die ich mich so gefreut habe, ich konnte mit denen nichts anfangen, weil ich das... Danke, ja, finde ich halt auch. Alan Grant ging einigermaßen, aber eben einfach auch nur, weil er exakt der Alan Grant war aus Jurassic Park 1. Ohne wirkliche Veränderung, Weiterentwicklung, null, der ist genau dieselbe Figur da. Aber ansonsten waren die drei Figuren... Waren halt da. Punkt. Das war's. Plump fand, was sie mit denen gemacht haben. Weil am Ende war es halt ein Story-Trope, der scheinbar seit dem ersten Film von vielen herbeigesehnt wurde. Ich fand's eigentlich cool, dass die beiden Forscher, also Alan Grant und Frau Dr. Settler, Ellie Settler, dass die halt Kollegen waren und erwachsen und freundschaftliches Verhältnis zueinander hatten. Nee, das stimmt aber nicht. Die waren auch in Jurassic Park 1 schon ein paar. Also es gab eine rausgeschnittene Szene, wo die sich sogar küssen sollten. Die wurde aber rausgenommen, weil das zu plakativ gewesen wäre. Aber die sollten auch schon in Jurassic Park 1, zumindest sollte da schon was gelaufen sein. Ian Malcolm baggert sie ja auch einmal an und dann sagt er zu Alan Grant, sind sie beide? Und Alan Grant sagt daraufhin ja. So nach dem Motto, geht da was bei euch? Und er sagt halt ja. Das war auch schon im ersten Teil so gewesen. Was Fans so genervt hat, ist ja eben, dass diese Beziehung zwischen den beiden eigentlich am Ende von Jurassic Park 1 so fast vollendet war. Das war jetzt so der Punkt, wo die beiden hätten total die romantische Zukunft haben können. Und dann kam eben Jurassic Park 3 an und hat quasi so gemacht. Das ist das, was die Leute aufregt. Aber die waren auch schon ein paar in Jurassic Park 1, ja. Tatsächlich. Und nicht halt ständig halt die Liebe oder Romanze im Vordergrund stand. Ja, und genau. Ja, Dr. Ian Malcolm hast du jetzt halt einfach derjenige, der so metamäßig die ganze Zeit den Leuten sagt, was für dämliche Ideen sie haben und wie bescheuert das eigentlich alles ist, wo wir jetzt hier gelandet sind. Was? Ja, du hast Alvin spricht mir so aus der Seele. Das ist original genau das. Original. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Raptor etwas versprochen? Wir reden jetzt mit Dinosauriern? Ja. Aber seine großen Warnungen, die spricht er ja erst dann aus, nachdem er gefeuert wird und nicht mehr auf der Payroll von der Firma steht. Bis da. Das ist auch so eine dumme Nummer, dass der einfach für Biosyn arbeitet und dann wird irgendwie, ich meine, wird jemals aufgelöst, dass er aber auch nur bei Biosyn arbeitet, damit er quasi als Maulwurf da arbeiten kann? Nee, ne? Wird, glaube ich, nie gesagt. Der arbeitet einfach für Biosyn. Nach Jurassic Park 2. Wo er wirklich gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Arschlöcher hat, die mit Dinosauriern rumexperimentieren, die diese ganze Welt mit Gentechnologie verschmutzen, arbeitet er jetzt einfach für Biosyn. Und das ist so seine Entwicklung jetzt gewesen.
ja glühendes Sprachrohr für dieses ganze Bio-Experimentieren mit Dinosauriern. Und dann wird er rausgekickt und auf einmal entdeckt er sein Rebellentum wieder. Und auch Ian Malcolm, also ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, der ist so ein bisschen ruiniert, aber wie bei den Dinosauriern verspüre ich nur noch einen Bruchteil dieser alten Faszination von ihm. Also ich finde, man merkt so überdeutlich, dass sie versuchen, ihm so ein paar clevere, coole, smarte Dialoge in den Mund zu packen, die am besten dann irgendwie auch noch ein bisschen zitiert werden in 5 Jahren, schaffen es aber nicht. Und ey, für mich der dümmste Moment, mit einer der dümmsten, ist nur so ein kleiner, aber der irgendwie war für mich so bezeichnend für diese ganze Filmerfahrung, war, als Ian Malcolm wieder auf Chris Pratt trifft nach krassen Action-Sequenzen und Chris Pratt hat das Baby von Blue auf dem Rücken. Und Ian Malcolm also unterbricht quasi mitten seinen Satz und guckt, hast du dann Dinosaurier auf dem Rücken? Ja. Okay, weißt du, und das war so als Lacher gemeint, so was für eine absurde Situation das ist. Und ich denke mir, ey Leute, ihr seid gerade 45 Minuten vor. Das mag ich aber auch nicht bei Marvel-Filmen, dass man so Humor mit einbaut, das ist ja ganz cool, aber immer dieses dir als Zuschauer auch noch vermitteln, dass du dir gerade einfach Bullshit anguckst. So wie oft wird denn bei Thor erwähnt, dein Cape ist aber übrigens voll unpraktisch beim Kämpfen. Und ich denke mir so, oh Leute, ich hab's verstanden, das ist alles dumm, was ihr macht. Aber erklärt's mir nicht auch noch. Bestien davon gerannt, hinter euch fliegt alles in die Luft. Wisst ihr noch, dass am Himmel gerade ein Schwarm von brennenden Heuschrecken die Nacht erfüllt? Also apokalyptische Szenarien. Aber der ganze Film muss kurz unterbrochen werden, damit wir so einen Zwinker-Zwinker-Ian Malcolm-Gag drin haben. Wie absurd das ist, dass jemand einen Dinosaurier auf dem Rücken hat, so ein Wildlife Ranger, was auch immer seine Jobbezeichnung ist. Ich meine nur, also so bizarr kann dieses eine kleine Detail für ihn nicht gewesen sein, aber es wird halt irgendwie immer wieder probiert, dass irgendwie auch der letzte Horst im Publikum. Aber stimmt, es kommt tatsächlich, nachdem die Heuschrecken schon Feuer gefangen haben, die Szene, ne? So im Hintergrund brennt einfach der ganze Himmel und Ian Malcolm stört sich daran, dass der einen Dinosaurier auf dem Rücken hat. Ein bisschen was zu schmunzeln und zu lachen hat, ging mir tierisch auf den Keks. Ja, es ist halt wie vieles einfach überreizt, ne? Also die Figur, die Figur hat sich ja nicht einen Meter weiterentwickelt, sondern die hat sich zurückentwickelt. Hat halt genau die gleichen Sprüche und Gesten und was weiß ich, wie schon in Teil 1. Gesten und überreizt. Ja, genau. Ja, aber auch nur in Teil 1. In Teil 2 war Ian Malcolm ja bereits eine andere Person. In Teil 2 ist er anders als im ersten Jurassic Park Film. Und hier sei jetzt einfach noch dümmer als im ersten Jurassic Park Film. Alter, wirklich. Ich kann die Rolle von Chris Pratt auswendig. Und das Geile ist, und auch hier, das scheint ja auch so eine Art Virus zu sein, weil das jetzt alle anfangen zu tun. Also Sam Neill macht dann irgendwann auch den hier so. Also, und da denke ich, okay, ihr habt irgendwie so ein bisschen so ein maues Dreiviertel-Meme Film mit dem hier. Und jetzt wirklich, also gefühlt macht das jede Figur 5-mal im Film. Man hätte eigentlich eine Strichliste machen müssen, wie oft so ein bisschen wie im letzten Matrix hier Neos Kugel aufhalten Move. Ja. So beim ersten Mal ist noch netter, beim 11. Mal denkst du dir, boah, Alter. Und so ging es auch mit mir mit dieser Geste so, ey. Also wie sie mit der Legacy umgehen und halt auch diesen Zitaten, finde ich, das macht eine Szene ganz am Anfang, ich glaube, die hat man noch im Trailer gesehen, von Laura Dern, fasst die perfekt zusammen. Und zwar gab es ja im ersten Jurassic Park diese Szene, wo sie den ersten Dino sehen, den Brachiosaurier. Ja. Und die sind im Auto und stehen auf. Eine der besten Kinoszenen aller Zeiten. Und hier wiederholt sie genau dasselbe. Sie steht, glaube ich, sogar... Ja, stimmt tatsächlich. Sie steigt aus einem alten, verrosteten Auto aus, hat dieselben Klamotten an wie in den 90ern und macht exakt denselben Move nochmal. Das ist Checkliste. Zack, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Was für ein dämlicher Scheißfilm. Im Auto und steht so auf und hebt panisch die Brille ab, um ein Kornfeld zu sehen, was leer gefressen ist. So, ja. Das ist dann die Auflösung dieser Szene, wo ich mir denke, ja. Um mich nochmal ganz kurz hier bei euch beiden da reinzuhängen wegen dem FNAF-Film. Ich bin ein Riesenfan von Resident Evil. Ich habe alle Spiele da, zum Teil in mehrfacher Ausführung. Und ich gehöre auch zu den wenigen, die sagen, dass Welcome to Raccoon City ist ein ganz guter Film. Der hat mir ganz gut gefallen. Ja. Also das kann auch bei dem FNAF passieren, dass das jemandem gefällt. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe ihn echt noch nicht gesehen, wie gesagt, aber das kann vorkommen. Danke für dieses Zitat. Ich hab's Nur bei Jurassic World Dominion, würde ich sagen. Du hast wahrscheinlich irgendwann mal an Blei geschnüffelt. Ihr habt Jurassic Park 1 mindestens. Das wäre ja schön, gesehen. Oder das wäre ja noch insofern in Ordnung, wenn ich halt noch 5 Millionen andere Zitate hinterherkomme. Ja. Aber jeder nur aus Zitaten bestehen würde. Hast du noch was Positives im Film zu sagen? Ja, ich finde ihn jetzt auch nicht super. Ich habe das Gefühl, insgesamt bin ich, was jetzt nicht so schwer ist, die positivste noch. Ich finde, was man dem Film halt anmerkt, ist, dass der Regisseur überhaupt keine Handschrift hat. Also das ist jemand, der... Colin Trevorrow ist auch alles scheißegal. Aber ich glaube, Antje hat sich auch wirklich dann die Special-Version noch geholt.
Ich glaube, sie ist die einzige von allen hier, die die Extended-Version sich noch angeschaut hat. Wolf auf gar keinen Fall. Daniel vielleicht noch. Und Alvin vielleicht ab einem bestimmten Pegel. Aber ja. So ein Blockbuster runterdreht. Und ich mag ja den zweiten tatsächlich ganz gerne, weil durch die Regie damals hatte der so, ich meine, allein die Anfangsszene ging ja fast schon so. Doch, Teil 2 ist echt der, von der Jurassic World Trilogie ist Teil 2 traurigerweise wirklich der beste. Übrigens auch vom Regisseur von 7 Minuten nach Mitternacht. Waren es 7 Minuten? Oder 5? 7, glaube ich. Saugeiler Film. Ja. Das wollte ich dazu nur sagen. Ein bisschen in Richtung Horror, dieser große, ich weiß nicht, welche Saurierart das war, die ganz am Anfang von Teil 2 aufgetaucht ist. Aber diese ganze Szene T-Rex. Im Dunkel und bei Regen und vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde in Teil 1 und 2 sind die Effekte viel besser. Also ja. Ich weiß nicht, ich habe gar kein Gefühl mehr für Haptik in Teil 3 gehabt. Und Colin, ich habe den Satz, ich kriege den Satz jetzt nicht mehr ordentlich zusammen. Colin Trevorrow ist einfach. Ja, ist auch scheißegal, weil Colin Trevorrow scheißt ja auch einfach drauf. Colin Trevorrow fängt doch einfach eine Filmreihe an und kriegt die auch nicht wieder normal zusammen. Also, dann bist du auch vollkommen wurscht. Und so ein Handwerker. Und man hat nicht das Gefühl, dass der irgendwie an der Materie interessiert ist, obwohl er ja Teil 1 schon gemacht hat. Wisst ihr, dass Colin Trevorrow eigentlich auch Star Wars Episode 9 hätte machen sollen? Ursprünglich im Originalkonzept. Das heißt, Star Wars Episode 9 wäre einfach so oder so scheiße geworden. Es gab ja keinen anderen Weg. Das ist total krass, wenn man das sich so mal vor Augen führt. Wenn dann Leute immer wieder sagen, naja, aber ja, Episode 9, da wurde auch der Regisseur dann irgendwie ausgetauscht und den sollte eigentlich Colin Trevorrow machen. Und ich denke mir so, ja, wäre bestimmt besser geworden. Klar. Ah. Colin Trevorrow, ey. Hallo. Und ich bin bei den Legacy-Charakteren bei dir. Ich hatte das Gefühl, das nochmal ergänzend, dass es die beiden Figuren auch gegeben hätte, wenn sie nicht von Legacy-Charakteren hätten gefüllt werden sollen. Und ich finde zum Beispiel, sie meint jetzt für die Rolle wahrscheinlich, ne? Dass die Rollen wären so oder so vergeben. Ja, klar, die sind austauschbar wie Sau. Das stimmt, ja. Die ganze Ghostbusters-Legacy-Sache, ich mag den sehr, aber da fand ich die ganze Sache mit den Legacy-Charakteren viel, viel aufgesetzter. Da hatte ich das Gefühl, die haben sie am Ende noch ins Skript reingeschrieben. Hier habe ich gedacht, wenn sie die Legacy-Charaktere oder die Laura Dern und Sam Neill nicht bekommen, füllen sie die halt mit anderen Schauspielern. Deshalb fand ich das... Ja, aber das ist doch das Schlimme. Du hast doch die Figuren, Laura Dern, also Ellie Sattler, Ian Malcolm und Alan Grant, die ja einen Grund hätten, irgendwie in die Geschichte mit eingebaut zu werden. Eben aufgrund dessen, dass die ja im Original Jurassic Park schon mit dabei waren. Dass Ian Malcolm mit dabei war, als ein T-Rex in San Diego Amok gelaufen ist. Dass Alan Grant weiß, durch Jurassic Park 3, dass Ingen geheime Projekte hatte. Die haben alle so unfassbar viele Gründe, da irgendwie mit reinzukommen. Und der Grund, der denen gegeben wurde, ist, dass Ellie die einzige auf der gesamten Welt ist, die checkt, wo die Riesenheuschrecken herkommen. Und Ian Malcolm arbeitet halt für Biosyn aus Gründen, weil er Geld braucht, weil er so viele Frauen und Kinder hat. Das musst du dir nicht ausdenken, Mann, ey. Eieiei. Sehr angenehm und die Chemie zwischen den beiden hat auch gut funktioniert. Ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl... Vorsicht, Chicken Master, das Skript von Colin Trevorrow mag sich auf dem Papier besser anhören. Überleg dir nochmal, wie sich Jurassic World Dominion auf dem Papier angehört hat und im Marketing. Und wie es dann umgesetzt wurde. Ich glaube nicht dran, dass der Mann den Film gut gemacht hätte. Wirklich nicht. Hey, ihr macht euch jetzt auf den Weg auf einen Abend, auf den Weg. Der hätte dann einfach nur irgendwas gesagt von wegen, naja, ich hätte nach Star Wars Episode, nach Rückkehr der Jedi-Ritter hätte ich aber keinen neuen Film mehr machen wollen würden. Die hätten halt trotzdem einen gemacht. Ja, das wäre passiert. Zu einem Abenteuer. Und das kam aber nicht. Also irgendwie war das so dieses, die wollten mir das Gefühl geben, der Weg ist das Ziel, weil die sind ja 80% des Films nur am irgendwo hingehen. Set-Piece zu Set-Piece. Ja, genau, Set-Piece. Am irgendwo hingehen. Und wenn sie dann ankommen, ist eigentlich schon vorbei. Also der hat gefühlt so viel noch aus Teil 2 irgendwie aufzuholen und dann noch Dinge, die in Teil 3... Umsetzung ist das Wichtigste dann daran.
Wenn der Film auf dem Skript, auf Papier, im Skript geil ist, bringt das dir gar nichts, wenn die Umsetzung scheiße ist. Etabliert werden auch und dann hat der Gefühl 12 Handlungsstränge, die er aber irgendwie noch zusammenführen muss, weil es ist ja der letzte Teil, was ich, wenn er erfolgreich ist, aber auch noch nicht es glaube. Es ist der letzte Jurassic World Teil. Ja, also natürlich. Chris Pratt hat behauptet, es ist der komplett letzte Teil der Serie. Das war wirklich auch das Marketing am Anfang aber auch gewesen von Colin Trevorrow. Das große Finale der Jurassic Saga. Ist gelogen, es geht jetzt wirklich wieder weiter. Und das Geile ist ja, anscheinend heißen die neuen Filme wirklich auch wieder Jurassic World. War auf jeden Fall gelogen. Bei Star Wars aber auch, wo es hieß, das Ende der Skywalker-Saga und jetzt bekommen wir doch noch Episode 10 scheinbar mit Rey, die ja so cool geschrieben war. Also dieses ganze, das große finale Ding ist so ein Marketing-Teil, weil dann rennt jeder Idiot ins Kino und denkt sich, ich muss das unbedingt sehen. Das ist das große Finale. Es ist nie das große Finale. Das Beste war noch, wo sie bei Marvel bei Infinity War und du wusstest schon, dass danach noch irgendwas kommt. Und die haben einfach immer behauptet, auch in den Werbepostern zum Teil, das große Finale bei Infinity War. Obwohl du wusstest, danach kommt noch was. Und Leute sind reingegangen wie bekloppt. Vielleicht nicht unbedingt nur deswegen, aber das große Finale, das würde ich, nee. Es hat auch extra ein Interview mit den Produzenten und ich glaube auch mit dem Regisseur mir durchgelesen, da meinen sie, nee, es ist erstmal nur das Ende für die Jurassic World Trilogie. Ein Reboot des Ganzen können sie sich halt nicht vorstellen, weil das muss ich immer mit Jurassic Park messen und besser werden als der von Spielberg damals. Deswegen, wenn, dann wird es halt eine Weiterentwicklung dieses Stoffes geben. Natürlich. Ja, die nächste Trilogie ist dann Jurassic Age oder so, aber es, ja. Also das glaube ich nicht für eine Sekunde, dass sie dieses komplette Filmuniversum hiermit erschöpfend behandelt haben. Und nein, wissen wir jetzt ja auch heutzutage schon, dass Chaos Theory eine neue Serie ist, die zwar zwischen Fallen Kingdom und Dominion spielt und auch die Zeit von Dominion wohl noch mit aufgreifen wird. Aber auch da wurde schon gesagt, dass Staffel 2 von Chaos Theory, wenn die denn kommen wird, wenn Staffel 1 erfolgreich ist, wird Staffel 2 auf jeden Fall eine Brücke bilden zu den kommenden Filmen. Es geht auf jeden Fall weiter. Man da wieder einen nächsten Film macht. Ja, vor allem, weil der erste Film, der gehört jetzt, glaube ich, zu den Top 10. Er ist Platz 7 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Genau, und der selbst zweite, Platz 2 ist noch Platz 16. Genau, der zweite Teil ist halt auch noch auf dem 16. Platz und hat damit auch über 1 Milliarde eingespielt. So. Ja. Also ich glaube, du brauchst 49 Filme, um unter 1 Milliarde zu kommen mittlerweile. Ja, weltweit. Und wenn der erfolgreich ist, haben sie ihre Fast and the Furious Formel halt für diese, was es halt jetzt mittlerweile halt einfach ist, es ist so eine Universal Tour Achterbahnfahrt. Ja, aber dann sollen sie doch mal bitte endlich nochmal irgendwie eine eigene Handschrift oder was weiß ich entwickeln und nicht alles nochmal kopieren. Das ist wirklich, ist ja selbst jede Kamerabewegung oder Dino-Bewegung oder was weiß ich, ist ja einfach auch eine. Pterio kenne ich, ja. Es gibt auch noch einen Livestream mit mir und Pterio. Der liebt Jurassic World Dominion. Nee, ich weiß nicht, was da los war. Also, er macht ja auch nichts mehr auf YouTube. Deswegen, aber dass er wirklich 9 von 10 Punkte an Dominion vergeben hat, ist natürlich, weiß nicht, was da abgegangen ist. Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Weil man geht wahrscheinlich immer von Jurassic Park 1 aus, eine 10 von 10. Und dann zu sagen, Jurassic World Dominion ist eine 9 von 10, das ist schon gewagt als Kritik und als Aussage. Aber in späteren Videos wurde auch das Ganze wieder zurückgenommen. Da hat er auch gesagt, Jurassic World Dominion ist doch nicht mehr so geil. Ja. Das ist, ich meine, ja. Weißt du, warum Pterio nichts mehr? Keine Ahnung. Wir haben auch keinen Kontakt oder so. Das hat sich dann alles irgendwann verflüchtigt komplett. Da habe ich keinen Plan. Kann ich euch echt nicht sagen. Ist ja auch noch jünger, war, glaube ich, gerade in der Abi-Zeit irgendwie gewesen. Wird dann jetzt wahrscheinlich. Ich habe echt keine Ahnung. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Null Plan. Von all den Sachen, die wir schon vorher gesehen haben. Das fand ich halt erschreckend, wie unkreativ dieser Film ist. Ja, und selbst die Verfolgungsjagd auf Malta, oder war das Malta? Ja, ich glaube ja. Malta, ja. Ja. Selbst diese Verfolgungsjagd auf Malta, die ich persönlich am besten finde, weil das halt einfach Nonsens ist, mit dem ich halt dann
wo ich dann halt sage, okay, jetzt hier schalte ich ab. Er hätte auch James Bond auf dem Motorrad genau. Ja, oder wegfahren Born. Können. Ja, genau, ja. Das war Born, das war Mission Impossible, das war James Bond, das war Fast and Furious, keine Ahnung, name es. Aber, und es waren halt Dinos mit dabei. Aber da habe ich gedacht, okay, jetzt fangt ihr mal an, irgendwie endlich mal frei zu drehen oder mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen was von dem einzulösen, was ich eigentlich anhand des Marketings irgendwie erwartet hatte. Und da glaube ich, also mich würde echt die Entstehungsgeschichte interessieren, weil wir haben diesen Bubble auf Netflix bekommen, der ja inspiriert ist von den Dreharbeiten von Jurassic World. So, und was da wohl alles passiert ist, weil der ja, glaube ich, mit einer der ersten oder größten Filme damals war, die unter diesen ganzen Covid-Beschränkungen angefangen wurde zu drehen. Und wenn man sich das Marketing anguckt, was ja auch schon Jahre im Voraus rausgehauen wurde. Ja, aber Jurassic World Dominion hat ja leider überhaupt nicht so unter Covid gelitten, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ich habe auch am Anfang gedacht, vielleicht war das der Grund, dass der Film so geworden ist, wie er geworden ist. Aber nee, der Film ist schon relativ so geworden, wie er hätte sein sollen, auch wirklich. Anfang 2023 mal angekündigt, dass er so viele Videoideen hat und halt dann im Endeffekt nur 3 Videos gemacht. Ja. Oh. Ich weiß, warum eure Anzeige nicht angezeigt wird, weil die hier auf unsichtbar gestellt ist. Hm. Ja, ich bin doch ein Holzkopf, ey. Aber das ist halt ein voll den Satz vergessen, den ich gerade sagen wollte. Das ist ja ein Belohnungs, wie nennt man das denn, Kanalpunkte-Dingens, dass du ausgeben sollst in dem Augenblick, wo ich etwas Negatives über Jurassic World Dominion sage. Und ich spreche das gesamte Video über den Film negativ und genau in dem Moment, wo es um was anderes geht, gibst du die Punkte dafür aus. Oh. Moment, ich muss ganz kurz hier mal wieder, ich mache gerade voll die wirren Dinge. Das wollte ich ja überhaupt nicht machen. Wir brauchen das hier. Eigentlich wollte ich nur die Kanalpunkte für euch einschalten, dass man die auch sieht, die ihr einlöst. Sekunde, ich hab's sofort wieder. Wir switchen sofort zurück ins Video. Das müssen wir da runtersetzen. So. Der da oben kommt raus. Ihr merkt, ich bin schon wesentlich souveräner geworden hier. Bin quasi eins mit Twitch. So, dann müssen wir euren Chat noch nach oben setzen, damit jeder mitverfolgen kann, wie ihr über andere Dinge redet. So. Ja. Und jetzt holen wir euch noch eure Animation. Das wollte ich eigentlich machen, dass wenn ihr Kanalpunkte eingebt, Animations aktivieren. Ich glaube, die ploppen jetzt aber auf der anderen Seite auf, aber das macht ja nichts. Ich mache ganz kurz mal einen Test. Achtung. Da ist er. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, Petirio hat mal irgendwas mit Videos ein. Ja, ey, du, keine Ahnung, warum man das nicht länger macht. Ich meine, YouTube, da ist auch wirklich... Ich weiß es halt nicht, woran es liegt, aber ich kenne halt auch noch von Freunden von mir selber, die mit YouTube anfangen und dann einfach irgendwie nicht am Ball bleiben, aus bestimmten Gründen. Ich meine... Sei es jetzt, dass die Videos vielleicht weniger Aufrufe haben, dann bist du demotiviert und denkst dir auf einmal, nee, finde ich jetzt alles blöd und keine Ahnung was. Oder eben einfach, weil du jetzt andere Sachen um die Ohren hast. Das kann ja alles sein, ich weiß es halt echt nicht. So, weiter geht's. Es geht voll lange gerade hier, der Talk, ne? Das ist noch ein bisschen was vor uns hier gerade.
halt einen Kurzfilm, so einen kurzen Teaser mit so ein paar Campern im Wald, die dann auf Dinosaurier getroffen sind. Es gab den Prolog, der hier in dem Filmtrailer drin ist, der nicht im Film selber mit drin ist, wo der T-Rex in das Autokino reingelaufen kommt. Und das ist alles besser und verspricht alles was vollkommen anderes als das, was dieser Film am Ende halt liefert. Und ich frage mich, ob da nicht irgendwas in der Produktion dann schiefgelaufen ist und man spontan... Wirklich nicht. Also das Drehbuch stand schon fertig vor Corona. Da ist auch der Embryosaft. Guck mal einer an. Jetzt geht's doch hier wieder voran. Mein Wasser ist übrigens fast leer. Danach kann ich nur noch kalten Kaffee trinken. Das schmeckt so hardcore ekelhaft. Vergessen, was ich sagen wollte. Eine halbe Stunde Zeit noch, das war, wir gucken mal, ob wir dann durchkommen. Umschreiben musste, umschiften musste, vielleicht die Sets einkürzen. Dass man Ach so, was ich noch sagen wollte, sie mussten davon gar nichts einkürzen. Es gibt ja diese Drehbuchauszüge, die schon vor Covid fertiggestellt wurden. Ja, und das war eben genau das. Dieser Grundplan, der war schon vorher da. Und ich dachte auch, dass die vielleicht deswegen nicht an so viele Orte fliegen konnten und alles drum und dran. Nee, war nicht der Fall. Der Film sollte von vornherein scheiße werden. Also, das war nicht der Grundgedanke, aber der Film sollte so werden, wie er werden, wie er wurde. Mit ein, zwei Sachen, die verändert wurden, wie dass wir den Baryonyx eigentlich hätten sehen sollen auf Malta, anstatt den Allosaurus, glaube ich, oder anstatt den Carnotaurus. Irgend sowas sollte ausgetauscht werden. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht, glaube ich, mit allen Deleted Scenes aus Jurassic World Dominion. Ihr werdet ihr merken, da fehlt nicht so viel krasses Zeug. Nicht mehr so viel draußen drehen konnte, sondern halt sich irgendwas überlegen muss, dass man in irgendwelchen Laboren rumkriecht oder irgendwelchen großen Soundstages im Kunstwald. Also es würde mich nicht wundern, wodurch dann dieser Episode 9 Vergleich sogar noch besser zieht, weil da ja auch nicht alles glatt gelaufen ist. Aber genau wie in The Bubble schaffen sie es halt auch in Jurassic World meiner Ansicht nach, oder 3, Jurassic World 3, den Film tot zu quatschen. Also das war ja am Ende, ich weiß gar nicht, es war so eine Phase, ich glaube nach dieser Flugzeugattacke, die man da sieht, bis zur Endkatastrophe. Jetzt auch mit diesem scheiß Dinosaurier, ey. Das stachelt voll an, der macht einem voll gute Laune. Und ich hasse gute Laune, wenn wir über Jurassic World Dominion reden. Ihr habt ja keine gute Laune zu verbreiten, während wir über diesen Kackfilm sprechen. Passiert ist und ich weiß nur, dass sie halt viel geredet haben und irgendwie irgendwem irgendwas nochmal erklären muss, so. Aber ich sollte ja noch ein paar positive Sachen sagen, habe ich auch bisher nicht geschafft. mir hat halt der Anfang gefallen. Also erstmal fand ich es ganz clever eigentlich, den Status quo nochmal anhand so einer Nachrichtenschnipseln zu machen. Sie hätten auch irgendjemanden nehmen können, der dir 10 Minuten im Dialog sagt, wo wir uns gerade befinden. Und dann dachte ich, als es dann anfängt mit dieser Rettungsaktion von Bryce Dallas Howard, dachte ich, geht das so ein bisschen in die Richtung, ihr wollt uns jetzt zeigen, der Mensch macht mit den Dinos im Grunde genau das Gleiche, was er mit allen anderen Tieren auch tut. Er bricht sie, er nutzt sie für seine eigenen Zwecke. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich ein schöner Ansatz, jetzt mal diesen ganzen Evolutionsaspekt, der ja immer über der gesamten Jurassic Park... Hättest du daraus einen Film machen wollen? Das ist halt die Frage dann. Ja. Reihe und auch Jurassic World hing, das jetzt mal so ein bisschen dahingehend zu entzaubern, als dass der Mensch das letzte Tier ist, das irgendeine Evolution durchmacht. Nur das Problem ist, hallo? Um das zu zeigen, also der nimmt sich ja irgendwie nur die ersten 10 Minuten. Ich mache jeden Tag meine eigene Evolution durch. Einfach den Film nicht mehr ansehen, Problem gelöst. Wenn es so einfach wäre, ja. Und dann ist das ja schon wieder vorbei. Und auch die ganzen Dinos in dem Film, die sind ja grundsätzlich alle böse. Ja. So, und anstatt, dass man mal die Dimension irgendwie erklärt, es beschränkt sich auf eine Szene im Grunde, nämlich ganz zum Schluss, das ist überhaupt kein Spoiler, weil es jetzt nichts über die... Ich züchte einfach meine eigenen Dinosaurier. Es ist nämlich jetzt soweit. Ich habe meine eigene Dino-DNS bekommen und züchte dann damit Menschen, Saurier-Hybride. Außer ganz zum Schluss sieht man Laura Dern und Sam Neill einmal halt
irgendwo stehen und im Hintergrund sieht man ein kleines Mädchen, das so einen kleinen Dino füttert. Einfach so ganz normal, eine total harmlose Szene, wo ich dachte, es gibt sie ja offenbar, die harmlosen Dinos in dieser Welt, mit denen sich die Menschen auch glaubhaft arrangieren können. Wenn das wirklich so entengroße Dinos sind, die halt so durch die Gegend laufen, die nichts tun, warum soll man die dann irgendwie einfangen so? Und ich habe ja gar kein Gefühl für die Welt. So gar nicht. Ich habe einfach nur Monster. Die Dinos in dem Film sind nur Monster. Und wie du schon sagtest, dann kann das auch irgendein anderes Monster. Endlich Echsenmenschen, richtig, genau. Es wird auch langsam mal Zeit, dass wir Echsenmenschen bekommen. Echsenmenschen-Dino-Hunde-Hybride. Ich mache seit 6 Monaten eine Jurassic Park-Pause. Bist du bei den anonymen Jurassic Park-Guckern? Man hat auch keine Übersicht. Man weiß, okay, die Dinos wurden in Teil 2 verschleppt von dieser einen Insel in dieses eine Anwesen, was scheinbar sehr, sehr große Lagerhallen hat. Und jetzt auf einmal laufen sie halt einmal komplett über Amerika rum, aber haben sich auch scheinbar auf anderen Kontinenten ausgebreitet, weil sie... Ja, das wird doch erklärt, wenn du einfach im Internet auf den Dino-Tracker gehst und andere Sachen konsumierst. Das ist schon saudumm. Es sind so Kleinigkeiten, die einfach hätten erklärt werden können, weil die sind ja passiert und da hätte man im Film vielleicht, die hätten einfach im Film am Anfang vielleicht mal schnell erklären müssen, dass von der Isla Sorna auch noch Saurier aufs Festland gekommen sind oder irgendwie nochmal das kurz anreißen können. Alle nach Europa verschickt und dann sind man halt in Malta in so einem Hehler-Lager voller Dinosaurier, wo halt auch alles voller Dinosaurier ist, die dann auch frei rumlaufen, wo dann am Ende auch egal ist, ja okay gut, dann haben wir jetzt in Malta halt riesige T-Rex-große Dinosaurier rumlaufen. Aber am Ende ist das halt eh egal, weil das führt ja unsere Geschichte hier nicht weiter. Und was da passiert nach mir, die Sintflut. Ja, man bekommt halt kein Gefühl für diese Welt, weil es halt keine Welt ist. Das sind halt Setpieces, die einfach aneinandergereiht sind. Also ich hatte genau dieses Gefühl auch beim Gucken. Das ist so ein klassischer Film und man hat das irgendwie, also ich finde, so geballt, so konzentriert tatsächlich alle paar Jahre nur mal. Aber so ein Film, bei dem du gefühlt wirklich jede einzelne Einstellung, wie ihr gesagt habt, jede Kamerafahrt, auch jeden Satz, jeden Dialog, so alles von der Inszenierung, gefühlt schon irgendwo anders schon mal gesehen hast. Also das ist so ein Film, ich hoffe fast, dass es irgendwie so ein paar Freaks im Internet gibt, die später so Frame für Frame den Film durchgehen und quasi analoge Bilder aus der Filmgeschichte. Ich wette. Das gibt's ja tatsächlich. Nicht mal aus der Filmgeschichte, sondern es gibt ja wirklich Videos, wo Szenen nebendran gehalten werden aus dem eigenen Franchise, die in Dominion kopiert werden. Dominion kopiert sogar zum Teil Szenen aus der eigenen Jurassic World Trilogie. Den Film kannst du aus anderen Filmbildern mehr oder weniger fast nachahmen. 80% aus dem Jurassic Park. Wollte ich gerade sagen, das sowieso, auf jeden Fall. Aber also da bin ich auch ein bisschen bei dem, was du gerade meintest, dieser Nachrichtenanfang. Das zum Beispiel finde ich, also das ist so dermaßen abgedroschen von der Inszenierung her. Also ich hätte es viel cooler gefunden, um den Status Quo zu etablieren, wenn man irgendwie eine vergleichsweise normale Alltagsszene gesehen hätte, vielleicht von Figuren, die du überhaupt gar nicht kennst und du checkst gar nicht, worauf es hinausläuft. Ja, und nach ein paar Minuten tritt dann Dinosaurier ins Bild und man rafft, die sind ja Teil des Ökosystems und wie vielleicht ist eine Familie und die winken, was weiß ich, irgendwie sowas. Aber das dann anhand von so Nachrichtenschnipseln, das hast du wie bei 1000 Zombie-Filmen schon gesehen, bei 1000 World-Invasion-Filmen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Colin Trevorrow. Ja. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein Runterschrubber. Mhm. So, wenn du eine relativ risikoaverse, große Big-Budget-Produktion haben möchtest, die wahrscheinlich irgendwie auch ihre Kohle zumindest wieder einspielt, ey, dann rufst du den an und ich glaube, also der hat keinerlei künstlerische Ambitionen. So. Der freut sich, macht irgendwie ordentlich Kohle, Hat seinen Namen drunter und denkt, ey, geil. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass Hollywood sich da wie einen neuen Künstler herangezogen hat. Und genauso wirkt der Film. Es ist eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Wir sind mittlerweile echt in so einem... Richtig. Ey, scheiße, in so einem popkulturellen Hamsterrad. Ohne Scheiß. Das ist wie so eine Matrix. Wir haben uns unsere eigene Matrix geschaffen. Wir sehen die echte Welt gar nicht mehr. Jurassic World 3 zitiert ja dann sogar, bedient sich auch beim ersten, diese Szene mit dem Schiff. Das ist ja eigentlich von dem Motiv 1:1 diese Fütterung aus Jurassic World 1. So. Ja. Also da musst du ja noch nicht mal außerhalb des Franchises suchen, sondern der die sagt sogar, sich ja selber. Ja. Das ist aber wirklich so. Auch sagen, der Film zitiert alles, was vorher passiert ist. Der Film ist quasi nochmal so eine grobe Zusammenfassung zwischen allen Szenen, die schon mal aufgetaucht sind. Mit dem Moser macht man leider nichts. Das stimmt natürlich, ja. Und Jurassic Park The Game hat gezeigt, wie geil das eigentlich sein kann mit so einem Unterwassersaurier. Wie gut das funktionieren kann. Das einzige moderne Franchise, was gute Filme hinbekommt, ist Godzilla. Marvel vielleicht noch. Oh, Marvel finde ich auch saukacke inzwischen. Aber schon lange. Bei Godzilla müssen wir halt mal abwarten, was die jetzt machen. Die Toho-Sachen, ja.
Monsterverse müssen wir abwarten. Ich habe zwar Bock drauf, den Film, aber müssen wir mal gucken. War das mit einer der Szenen, wo ich dem Dino abgekauft habe, dass er gerade existiert? Wie gesagt, die anderen, erst recht die Raptoren und die T-Rexe, die hatten keine Haptik. Das war, also, vergleich das mal mit einem Planet der Affen beispielsweise, wo du dich fragst, wie haben sie denn die Affen dazu bekommen, so zu agieren, weil du einfach spätestens in Teil 3 überhaupt nicht in Frage stellst, dass da einfach Affen mit Menschen interagieren. Und hier siehst du die Raptoren total nah an der Kamera vorbeilaufen und noch nicht mal der Schnee bewegt sich so richtig, wie es halt entsprechend passen würde zu den Bewegungen, die die Dinos machen. Und das, was du gerade beschrieben hast, einmal kurz, diese, wie man es auch hätte machen können, das zeigt ja das Marketing. Diese, sowohl der eine Vor-Prolog-Teaser, wie er heißt. Ich muss mal ganz schnell Wasser schlagen, ihr Lieben. Ich bin sofort wieder zurück. Bis gleich. Weiter geht's. Wie auch dieser eine Kurzfilm, die machen ja genau das. Du hast halt eine normale Situation, wo du denkst, okay, du weißt, was abgeht. Und dann machen sie halt diesen, nee, Twist ist es mit Dinosauriern. So. Ja, finde ich aber auch. Ich finde allein schon, dass Owen wieder bei der Navy sein muss und dass er halt die Dilophosaurus erwürgen kann und so. Ich finde das langweiliger, als wenn du wirklich echte Menschen hast, die auch Angst davor haben, was da passiert, die auch... Auch ein Alan Grant hat mal einem Tyrannodon ins Gesicht getreten, ja, aber Chris Pratt würde den wahrscheinlich auch in Schwitzkasten nehmen und erwürgen. Die sind einfach zu krass, diese Figuren. Die haben keine Marke, die haben keine Fehler. Es ist langweilig. Eine Familie ist am Campen, sind im Wald, die hören Geräusche. Ja, wir sollten reingehen, da ist ein Bär. Und auf einmal kommt halt einfach eine Herde Dinos da rein. Mhm. So. Und dann wird es halt auch nochmal spannender. Und da kriegen sie es halt hin. Da haben sie es gemacht. Und am Ende ist halt eben das Marketingmaterial das Beste an diesem ganzen Film. Wie, Moment, willst du unterstellen, das Marketing würde lügen? Das kann ich mir vorstellen, mein Lieber. Gut, Marketing lügt nahezu immer, aber trotz allem, das ist schon, da ist das schon krass. Da hat ja gar nichts gestimmt. Naja, so. Die Wahrheit zu denen ist eine Sache, aber das ist auf jeden Fall glatt gelogen. Freunde, wir haben noch ein paar andere Filme, die haben wir jetzt vollkommen vernachlässigt. Wir haben jetzt eigentlich über. Also, ich möchte das für mich so zusammenfassen: Irgendwann sagt Ian Malcolm im neuen Jurassic World den Satz, Jurassic World, not a fan. Und dem schließe ich mich vollumfänglich an. Damit hat er den kompletten Film zusammengefasst. Also, wer unbedingt meint, jetzt irgendwie die Conclusion dieser epischen Saga sich unbedingt angucken zu müssen und irgendwie Bock nochmal auf Sam Neill hat, ey, ich kann eh niemanden davon abhalten, ins Kino zu rennen. Aber also ich wäre sehr überrascht, wenn auch die, ich sag mal, anspruchslosesten Dino-Fans, wenn die den wirklich so richtig geil finden. Also ich sehe überhaupt nicht, der Film, der wird so seine Zuschauer haben. Ja, Leute, oder echt. Die den auch okay finden, aber so richtige Fans, die... Ja, keine Ahnung, ja, weiß halt nicht, ob da Leute auch einfach nur den Film verteidigen wollen, weil es halt Jurassic World ist. Eure Zeit, die jetzt drauf geht. Ich habe den Faden eh verloren. Naja, Wolf hat auf jeden Fall recht. So. Ey, super geil. Genau das war so die Zusammenfassung dieser Geschichte, auf die ich gewartet habe, seine Hand. Das kann ich mir kaum vorstellen. So. Also ich tickte einfach völlig anders und deswegen würde ich vom Kinobesuch grundlegend abraten. Also ich. Das ist Bullshit. Alter, heute bin ich ja echt sehr oft nicht Wolfs Meinung. Aber so Aussagen wie, ich würde den Film nicht gucken, würde abraten, das finde ich immer Bullshit. Nur weil dir der Film nicht gefällt, kann er trotzdem doch anderen Leuten noch gefallen. So ein Aufruf, ich würde da nicht reingehen, Quatsch. Guckt euch die Filme immer an. Auch wenn ich sage, ich mag den Film zum Beispiel nicht oder so, geht halt trotzdem rein. Macht euch eure eigene Meinung davon. So, es ist ja nicht so, dass du jetzt für den Film irgendwie, was weiß ich, ich wollte gerade sagen, dass du nicht 20 Euro für einen Film ausgeben musst, aber tatsächlich ist es ja schon so. Naja, trotz allem, einfach selber reingehen und selber ein Bild von machen. Mir gefällt der Film zu 55%. 67%, okay. Ich hatte mit Alvin denjenigen neben mir sitzen, von dem ich davon ausgegangen bin, er würde ihm am ehesten gefallen. Und ich hab's gehofft, aber am Ende ist es ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Leuten der Film gefällt. Wir hatten ja auch ein paar im Kino gehabt, denen er ja wirklich Spaß gemacht hat. Und wenn du wirklich eine unterhaltsame, belanglose Achterbahnfahrt, so eine Action-Achterbahnfahrt mit so ein paar Dinos, die ab und zu reinploppen haben willst, dann kann dir der Film sicherlich gefallen und unterhaltsam sein. Wenn du aber für eine Handlung brauchst du da nicht reingehen, für irgendwie krasse, gut gemachte Action brauchst du auch nicht reingehen. Und wenn du Dinos, aber wo kommt dann die Unterhaltung her?
Naja, es kann ja trotzdem was Belangloses sein, was du tausendmal gesehen hast. Was ja, okay, aber die Unterhaltung kommt einfach davon, dass das der eine, es gibt gerade einfach kein anderes Dinosaurier-Franchise. Deswegen rennen die Leute da wie bekloppt in diesen Film rein. Oder sind reingerannt. Das ist der einzige Grund, weil du halt keine Alternativen dazu hast. Jurassic World Dominion ist in jedem Belang faul, schlecht geschrieben, langweilig. Ja, es wurde alles eigentlich jetzt hier auch gut zusammengefasst und gesagt in dem Video von KinoPlus. Wenn du keine geile Action hast, irgendwie auch fragwürdige Effekte, das ist mir nämlich auch aufgefallen, wie viele Dinosaurier entweder so im Halbdunkel waren, dass du die Details nicht sehen kannst, oder von so einem krass gleißenden Sonnenlicht von hinten angestrahlt wurden. Also ganz viele Details, so richtig schön mit dem Weichzeichner, Meckermensch. So, also ich meine, das hast du alles nicht. Und deswegen, also ich würde dir tatsächlich widersprechen. Oder halt warten, bis er bei Prime und Netflix ist. Ja, ja. Ey, ich kaufe mir sogar lieber einen echten Film auf Blu-ray, den ich dann aber auch wirklich für mich hab, als bin halt kein Fan von diesen ganzen Abos, die du inzwischen abschließen musst, um irgendeine Scheiße zu gucken. Aber ja, oder man wartet eben einfach drauf, bis der Film irgendwo umsonst läuft. Ein Monatsabo. Ich finde den Film auch absolut nicht unterhaltsam. Wirklich zweieinhalb Stunden. Das haben sich angefühlt wie 5-6 Stunden. Also, Dominion ist auf Prime Video, echt? Dann könnten wir sogar auf Twitch hier eine Watchparty machen, ne? Das wäre doch mal lustig. Aber ich kann mir jemanden vorstellen. Du kannst es abstrahieren. Genau, ich kann mir jemanden vorstellen, dem das halt Spaß macht, weil er halt aus komplett anderen Gründen Filme schaut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie ich vor allem in erster Linie für die Dinos da reingeht, für die Lebewesen, ja, die da gezeigt werden, nee, ey, guck lieber die Doku, die gerade auf Apple TV läuft. Ey, also oder kein Witz, lieber diese animierte Jurassic Park Serie auf Netflix. Ja, die ist auch geil. Jurassic World Camp Cretaceous ist besser als die gesamte Jurassic World Trilogie. Mit meiner Tochter geguckt, weil die voll Bock auf Dinos hatte. Ey, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Die ist also gar nicht so schlecht. Ungelogen. Also natürlich richtet sich an Jüngere, ne? Ist jetzt irgendwie natürlich nur nicht ganz vergleichbar. Aber also da gibt es stärkere Figuren, die Dynamik ist viel interessanter. Und manche von den Setpieces in der Serie, ich dachte, ey, das im Realfilm, das wäre der Hammer. Also wirklich richtig geile, durchchoreografierte Actionsequenzen, nur halt so mit animierten Kindern. Deswegen macht das viele Leute nicht an. Aber also ganz im Ernst, ich würde mir lieber 3-4 Folgen am Stück von der Netflix-Serie angucken, als nochmal diesen Film. Da habe ich nämlich weitaus mehr Spaß bei der Serie. Ich glaube, letzten Endes ist Jurassic World noch eine der Reihen, die überhaupt nicht darauf angewiesen ist, was andere Leute über sie sagen. Stichwort Transformers. Die Leute werden sowieso reingehen. Das soll jetzt überhaupt nicht legitimieren oder das soll jetzt überhaupt nicht Quantität und Qualität in irgendeiner Form gleichsetzen. Nur weil was erfolgreich ist, ist es längst nicht gut. Aber ich glaube, egal was wir hier sagen, wird der Film letzten Endes sein Geld machen, weil damit die Leute feststellen, ich bin jetzt enttäuscht, müssen sie ja trotzdem erstmal rein. Ja, das ist halt. Und daher glaube ich, dass Transformers ist auch so ein Ding, stimmt, ja. Obwohl, da mag ich die ersten drei Teile tatsächlich. Die Trilogie mit Shia LaBeouf, die fand ich zumindest damals immer ganz geil. Lang nicht mehr gesehen. Filmerfolg wird völlig unabhängig von irgendwie. Ja, natürlich. Also, we will see. We will see. Ja, aber falls ihr dann trotzdem eine Alternative braucht, haben wir noch Smooth. Ey, es tut mir leid, wir haben zu lange über diesen einen Film geredet und jetzt kaum noch Zeit, aber nee, wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. Haben wir, glaube ich, noch in der Hinterhand. Okay. Aber dann kann ja sein, dass ihr das mal früher gehört habt, dass ihr es inzwischen wieder hört, dass ihr neu dazugestoßen seid. Falls dem so sein sollte, dann werft doch mal einen Blick auf Total Thrash oder dann können vielleicht Total Thrash für euch interessant sein. Nein. Ja. Es wurde alles gesagt und ich finde es auf jeden Fall erstaunlich, dass sehr viele Dinge, die ich auch gesagt habe, jetzt nochmal gesagt wurden. Obwohl ich dafür zum Teil auch öfter mal kritisiert wurde, gerade was eben, Chat ist irgendwie blöd, was eben die Qualität des Films und sowas angeht und dieses ganze Fanservice-Gedöns und so ein Kram, aber es ist halt wirklich einfach so. Es ist wirklich einfach so. Okay, ich habe Jurassic World Dominion zweimal, einmal digital und einmal als DVD, ich tatsächlich auch. Dreimal nicht. Ich habe die Extended-Variante einmal von Amazon Prime, weil ich damals ein Video drüber machen wollte. Das ist meine Ausrede, die habe ich, meine Entschuldigung. Und ich habe ihn nochmal, weil ich mir die gesamte Jurassic World
die Jurassic Saga Box auf 4K gekauft habe. Da ist der auch mit drin. Dieser Haufen Scheiße. Transformers 3 ist mein Lieblingsteil. Teil 4 hat einen coolen Bösewicht. Lockdown, aber... Heißt der wirklich Lockdown? Aber leider ist der Film nicht gut. Na, die sind generell... Mark Wahlberg ist auch eine Flachpfeife, finde ich. Ich mag den Kerl gar nicht. Ja. Okay, Jurassic World Dominion auf jeden Fall. Abschließende Worte. Das war nix. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. So, ihr Lieben. Hat wieder alles ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant, wie gewohnt. Aber trotz allem machen wir jetzt hier erstmal Schluss und ich gehe nachher nochmal live mit dem lieben Pandaman zusammen, aber eben dann auch hier auf Twitch wahrscheinlich. Und da quatschen wir einfach mal über das Jahr 2023, also ein Rückblick zu allem, was passiert ist, was angekündigt wurde in Sachen Jurassic Park, Jurassic World oder auch Godzilla. Und da kommt so einiges sogar zusammen. Ich habe mir irgendwo eine Liste aufgeschrieben. Ich hoffe, die finde ich noch. In diesem Sinne, hoffentlich bis später. Macht's gut, ciao, ciao.